Sie alle ganz herzlich im Namen der Veranstalter des Vereins Regionale Landwirtschaft Münsterland und der anderen Vereine, die heute Abend hier beteiligt sind. Und ich freue mich, dass wir heute einen besonderen Gast haben. Ja, als wir vor ungefähr 2 Monaten gehört haben, dass Antonio Andreoli wieder nach Deutschland kommt und auch bereit ist, Vorträge zu machen, haben wir uns sofort gesagt, ja, wir laden Antonio ein und wir freuen uns sehr, dass er jetzt hier ist. Der RLM hat in den Jahren 2005 bis 2007 eine Kampagne gemacht mit dem Titel Sauber bleiben, gentechnikfreie Landwirtschaft im Münsterland. Und in dieser Zeit hat uns Antonio sehr unterstützt mit seinen vielen Vorträgen, die er quer durchs Münsterland gehalten hat. Und er hat sehr dazu beigetragen, dazu aufzuklären, welche Auswirkungen es hat, wenn gentechnisch veränderte Produkte auf den Feldern landen, am Beispiel von Soja in Brasilien. Damals hatten wir gerade die ersten Versuchsfelder hier mit Genmais. Ja, inzwischen ist Antonio wieder in Brasilien, hat dort eine sehr spannende Universität aufgebaut und er wird uns heute sowohl berichten, was in Sachen Gentechnik im Moment in Südbrasilien los ist, und auch von seiner Arbeit in Sachen Agrarökologie. Antonio macht im Moment eine Rundreise mit 12 Stationen in Deutschland. Diese Rundreise wird unter anderem unterstützt von Brot für die Welt und auch von den Organisationen, die hier aufgeführt sind, wofür wir uns herzlich bedanken. Antonio wird gleich ungefähr 1¼ Stunde reden. Danach gibt es noch ganz viel Zeit, um diskutieren und Fragen zu beantworten. Ich bedanke mich auch bei allen Mitveranstaltern, die dabei sind. Heute Abend sind es die Bioland-Regionalgruppe Hellwig und Münsterland, der Verein Vamos e.V., und die ABL, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die auch die ganze Rundreise organisiert. Ja, und jetzt gebe ich das Wort an Antonio. Schönen guten Abend an allen. Ich freue mich sehr, hier, ich glaube, zum zweiten Mal zu sein. Ich weiß nie genau, weil ich ja so oft hier in der Region war, aber ich bin mir fast sicher, dass ich hier in Ringerode war. Ich habe es ja als Beweis in meinem Lebenslauf, kann ich mal nachschauen. Und das hat auch einen Grund. Meine Schwester ist ja jetzt vor ein paar Monaten hier in der Region, also Lydia, die mich jetzt auch bei der Reise begleitet hat, ist ja auch 2011 gemacht, zusammen mit ihrem Mann. Ja, auch noch einen kleinen Film dazu drehen, das wird dann später ins Internet gestellt, kann alle verlinken und mal sehen, was es für Unterschiede gegeben hat. Von Lübeck bis Tirol, sag ich mal, von Westerstede bis Frankfurt-Oder. Also diese ganze Rundreise macht da ungefähr 5000 Kilometer, wir haben es mal schon durchgerechnet. 12 Stationen, einmal pro Bundesland und Bayern hat dann 2 Mal, oder? Ja. Ja, das mit Bayern ist immer so eine Geschichte, das war für mich schon mal damals immer so eine Frage, warum ich in Osnabrück promovierte und so oft nach Bayern fuhr. Später dann mit der regionalen Landwirtschaft Münsterland und das Projekt Sauber bleiben, war ich dann hier so oft, dass ich sagen kann, auch wenn Bayern das Land war, wo ich am meisten war, und dann später nochmal 2 Jahre in Österreich, dann ist das Münsterland die Region, in der ich am meisten war. Das ist dann auch toll, weil ich ja in der Nähe studiert habe. Meine Schwester hat ja es vorgehabt zu promovieren und im Bereich Bildungswissenschaft und auch diese ganzen Genderfragen zu begleiten. Und dann hat sie sich die Frage gestellt, warum Frauen auf dem Land politisch engagiert werden. Und das widerspricht manchmal die großen klassischen Theorien, die ja schon immer vom Aussterben der Bauernhöfe
berichtete, das ist immer noch nicht passiert und dass genau da auf dem Land dann noch katholische Landfrauen so engagiert sind, dann hat sich mal die Frage gestellt, wo in Deutschland sowas zu finden ist, und dann war für mich klar, sie muss dann zum Münsterland, ne? Zur Landfrauenbewegung hier. Und ich freue mich darauf sehr, dass sie es geschafft hat, auf dem Hof zu wohnen, auch bei der Familie Finken, dass man da die Gelegenheit hat, die ich nicht hatte, zu erleben, wie es auf einem Bauhof heute ist. Ne? Und Maria Kleingräber hat das sofort unterstützt. Ich hatte ihr mal geschrieben und die hat dann sofort geantwortet. Das war ganz toll. Das musste alles so schnell gehen. Ne? Und diesmal hat es auch so geklappt mit meiner Vortragsreise, dass die Annemarie Volling, die ich schon länger kenne, von den gentechnikfreien Regionen in Deutschland, so schnell eingesprungen ist und das auch koordiniert hat mit diesen 12 Vorträgen. Ich weiß, dass da noch mehr drin sein könnte, aber ich bin ja auch im Urlaub. Ich habe extra Urlaub genommen, damit ich die Reise machen konnte. Und das hat dann auch mit meiner Schwester zu tun natürlich und mit einem Vortrag, den ich im März gehalten habe, über Video. Das kann man bei YouTube noch alles nachschauen. Am 22. März habe ich eine Veranstaltung in Berlin gemacht, aus Brasilien, durch Videokonferenz bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die wollten unbedingt, dass ich dann persönlich nach Deutschland komme. Und dann hat das sich alles mit November verbunden. Jetzt bin ich dann hier. Damals ging es um 3 Fragen. Die erste Frage war, mit welchen Methoden Monsanto und Co. das mit der Gentechnik in Lateinamerika gemacht haben oder diese ganze Geschichte der Einführung der Gentechnik gemacht haben. Und die zweite Frage ist, welche Auswirkungen das auf Kleinbauern und Indianervölkern hat. Und die dritte Frage war, welche Alternativen gibt es, da zu widerstehen oder was zu tun? Das ist immer so die spannende Frage, was können wir tun? Das ist ein Vortrag, der bei YouTube zum Herunterladen ist, 35 Minuten, also viel zusammengefasster als das, was ich hier mache. Sonst müsste ich ja gar nicht hier sein. Ne? Könnte man das alles per Internet machen, man schickt eine PowerPoint-Präsentation und nach mal Audio dazu und dann ist Schluss. Ne? Also wichtig ist ja auch, dass wir ins Gespräch kommen und ich freue mich sehr zu wissen, zunächst, wer schon bei einer Veranstaltung mit mir war. Damit ich mal weiß, jetzt kommt auch noch einen Herrn aus Melle und der heißt Dieter. Dietrich. Vielleicht ist Dieter der, der mich am meisten bei Vorträgen gesehen hat. Oder? Weiß oder der meistens vom weitesten kommt, um bei meinen Vorträgen zu sein. Also vielen Dank nochmal, Dieter, aus Melle und auch vom Welthaus Bielefeld. Ne? Eine sehr engagierte Gruppe, die ich auch während meiner Zeit in Osnabrück sehr stark begleitet hatte. Besonders die Organisation der Lateinamerikaner da. Ich freue mich auch, dass ein Brasilianer dabei ist. Das ist Valdir. Valdir sitzt da. Zufälligerweise geboren. Zu 18 Kilometer von dem Ort, wo ich Agrarwissenschaften studiert hatte. Aus der Stadt Boa Vista de Buricá. Ich habe in 13 Mayo Agrarwissenschaften studiert, dann Anfang der 90er Jahre. Und bin 70 Kilometer von dem Ort geboren. Also wir sind in derselben Region geboren. Und wir haben auch so einen merkwürdigen Akzent, den man nicht mehr abschaffen kann, glaube ich. Das ist auch gut so, ne? Also er heißt Müller und ich Andrioli, aber auf jeden Fall sprechen wir beiden von der Kindheit her Deutsch, oder? Ja, ich habe weniger mitbekommen als du. Ach so, im Vergleich ja toll. Okay, das jetzt alles zur Einführung. Martina möchte ich auch ganz herzlich bedanken. Ich könnte jetzt alle mit Namen hier nennen. Beim Johannes war ich jetzt zum zweiten Mal heute, denn er sagt, er ist selber schuld. Ne? auf dem Biomarkt in Münster war es toll, dass ich so viele Bauern kennenlernte. Also schon kannte. Ne? Und dass es hier auch so viel getan wurde in den letzten Jahren. So dass man es geschafft hat, tatsächlich hier eine gentechnikfreie Region zu haben. Das war ja am Anfang nicht so. Ich muss auch dazu sagen, da hat mich eine Kollegin darauf hingewiesen, dass sie mich zum ersten Mal in Grieven gesehen hat, als ich gar nicht reden durfte. Ich hatte so etwas wie ein Redeverbot in Deutschland.
von der Firma, die damals da mit dem Bauerverband eine Veranstaltung organisiert hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Firma hieß, die mit dem Mon 810 da Versuchen gemacht. Limagrain. Ja, und die hatten ja immer noch darauf bestanden, dass das gar nicht von Monsanto sei, das sei ja eine unabhängige Forschungsgenossenschaft auf Basis organisiert und so. Und die wollten ja nicht, dass ich dort reden sollte. Also das war ja schon mal die erste Erfahrung in Münsterland. Und danach kamen die bessere Erfahrungen. Und bessere Erfahrungen nicht nur, weil man reden darf, sondern weil daraus ja auch was geworden ist. Ich freue mich sehr, dass irgendwie das, was man an Vorträgen so tun kann, auch eine Wirkung hat. Das ist nicht immer so bei der Wissenschaft. Und deswegen sage ich das auch immer gerne am Anfang, das habe ich aber gestern, vorgestern nicht gesagt, Annemarie, deswegen wird vieles hier vielleicht original. Das ist auch immer so, dass ich mich freue oder dass ich hoffe, dass mir nicht alles geglaubt wird. Das ist so der erste Hinweis. Weil schlimm ist es ja, wenn geglaubt wird, ohne dass man danach denkt. Oder dass man versucht, wenigstens die Sache so zu verstehen, wie sie entwickelt wurde. Und ich habe jetzt eine Erfahrung in Brasilien, die für mich sehr bedeutend ist. Ich bin seit 2 Jahren in der höchsten Instanz der Entscheidung für die Zulassungen von gentechnisch veränderten Pflanzen. Das ist die CTN-Bio, die brasilianische Biosicherheitskommission, die eigentlich mit Biosicherheit ganz wenig zu tun hat, sondern die sorgt eher für Unsicherheit. Aber da sieht man, wie wenig wissenschaftlich das Ganze ist. Man könnte auch von einer Unkompetenz, oder wie sagt man das, wenn die Leute nicht kompetent sind in dem Fach? Inkompetent. Ja. Die meisten Wissenschaftler, die da in dieser Kommission sind, die sind nicht ausgebildet worden, um sich um Auswirkungen von bestimmter Technik auf die Umwelt das einzuschätzen. Also es gibt keine Umweltfolgeabschätzung, würde ich sagen. Wir haben darüber keine Ahnung, auch ganz wenig von Umwelt überhaupt. Und sind meistens Propagandisten der Technik. Überzeugte Wissenschaftler, die eher daran glauben, an das, was sie tun, als mal darüber nachzudenken, was könnte überhaupt passieren, wenn wir so einfach diese Pflanzen zulassen, ohne dass wir vorher ausreichende Studien haben, wie das Gesetz es auch vorsieht, um zu verstehen, welche Auswirkungen solche Pflanzen auf die menschliche Gesundheit oder auf die tierische Gesundheit und auf die Umwelt haben. Und das ist eigentlich die Aufgabe dieser Kommission. Also das, was die Aufgabe ist, findet dort nicht statt. Was dort stattfindet, ist ganz einfach eine Gruppe von 27 Wissenschaftlern, die entscheiden auf der Basis von Studien der eigenen Firmen, die diese Pflanzen auf den Markt bringen wollen. Nur diese Studie. Es gibt keine Zulassung bisher bei dieser Kommission seit 10 Jahren Gentechnik in Brasilien, die irgendwie auf anderen Studien zugreifen würden, die nicht von den eigenen Firmen entwickelt wurden. Noch schlimmer ist dann das Zweite, dass die meisten dieser Wissenschaftler schon eine Verbindung zu diesen Firmen haben. Also sie haben Gutachten auf Bestellung dieser Firmen geschrieben, ein paar Jahre vorher, haben Preise bekommen, Auszeichnungen, Belohnungen, Stipendien, Finanzierung von Labors, also ganz vieles, was einen Interessenkonflikt bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so sein kann. Oder auf der Basis von EFSA. Deswegen immer, wenn ich mich jetzt um Deutschland oder Europa beziehe, dann stelle ich immer so eine Frage, okay? Ich werde es nicht behaupten,
Ich kann dir nur behaupten, da wo ich eine Erfahrung habe. Und das, was ich über die brasilianische Biosicherheitskommission sage, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung meiner 2 Jahre Mitglied sagen. Und das muss ich ja auch immer vor Judikativ und vor Gericht und alles immer schön beweisen. Wenn ich so eine Aussage im Ausland mache, wenn die dann aufgenommen wird, dann kommt das schon immer wieder zum Beweis. Also, und das ist auch ganz wichtig. Wir kritischen Wissenschaftler dürfen da in dem Bereich ja keinen Fehler machen. Wenn ich da eine falsche Aussage mache, dann wird das ganz schlimm, obwohl es der Wissenschaftler ja erlaubt ist, Fehler zu tun. Also wir können ja mit den Fehlern umgehen und neu lernen. Was dann viel schwieriger ist, wenn man einen Fehler wiederholt oder nichts daraus lernt. Das ist vielleicht auch eine wichtige Frage. Ich fange mit dem Ganzen hier an, mit einer PowerPoint-Präsentation, die ich auch nicht ganz präsentieren werde. Die kann später nochmal zugeschickt werden, weil sonst bleibe ich irgendwie hier festhängen und wir kommen nicht richtig zur Diskussion. Das Erste, was man hier behaupten kann, ist, die Frage der Umweltzerstörung oder die Umweltfrage überhaupt, oder wir könnten auch sogar sagen, die Frage, die Bauernfrage oder die Agrarfrage ist auch eine Frage des Wissens. Also es ist auch ein Problem der Wissenschaft. Wir könnten sogar sagen, es ist ein Problem der Denkweise. Man denkt in eine bestimmte Richtung und dann passt das auch in diese Denkweise hinein, was im Bereich der Gentechnik gemacht wird. So ein tolles Beispiel dafür ist, dass ja die Menschen hoffen, dass man durch die Agrogentechnik den Ertrag von Pflanzen steigern könnte. Diese Gedanke, diese Glauben, und dass ja auch eine riesige Werbung geworden ist, die man nicht nachweisen kann, aber mit keiner Pflanze, die gentechnisch verändert ist auf der Welt. Und trotzdem gibt es immer noch diese Hoffnung und diese Glauben. Diese Voraussetzung, man könnte durch Veränderung in der DNS, also in der Desoxyribonukleinsäure, dass man die Sequenzen da ändert und kombiniert mit bestimmten Genen, die durch Agrobakterien, Bodenbakterien angebaut werden, dass man diese Auskreuzung zwischen Lebewesen, die sich in der Natur ja nicht auskreuzen, dass man dadurch bessere Pflanzen erzeugen könnte und besonders Pflanzen erzeugen könnte, die in dem Kontext der Monokultur, also wenn man nur eine Pflanze anbaut, dass man da einen höheren Ertrag schaffen könnte. So, dieser Gedanke, der dahinter steckt, der verbindet sich mit vielen anderen Gedanken, die mit Wissen zu tun haben, tatsächlich. Und einer der größten Probleme ist, dass man glaubt, der Mensch sei in der Lage, die Natur an unserem menschlichen Wissen anzupassen. Und das ist einer der großen Probleme dieser Denkweise. Dass dann die Reaktionen, die von der Natur kommen, wieder betrachtet werden, als ob es damit nichts zu tun hätte. Oder es wäre nicht diese Art von Forschung dafür verantwortlich, dass diese neuen technischen Probleme entstehen. Diese Betrachtungsweise führt dann dazu, dass man weiter hofft, dass eine neue Technik entstehen wird, die dann vor diese Lösungen wieder eine Lösung, also vor diese Probleme wieder eine Lösung ist. Und diese Hoffnung gibt es weiter. Also nach 20 Jahren, könnte man ja sagen, nach 20 Jahren Gentechnik, ich würde hier 20 Jahren sagen, wo in Brasilien es 10 Jahre sind, ist es ganz deutlich und alles, was ihr schon von meinen vorherigen Vorträgen gehört habt, kann man es behaupten, es gibt keine Ertragssteigerung. Das ist ja das erste große Argument. Man müsste ja den Ertrag steigern, damit man die Welt ernähren kann.
Das zweite große Argument ist, man könnte die Betriebskosten niedriger halten. Oder die Bauern würden davon profitieren, dass man jetzt weniger Pestizideinsatz braucht. Das ist schon mal verbunden mit einem dritten Argument, geringerer Pestizideinsatz. Wenn das alles funktionieren würde, also höhere Erträge, geringere Betriebskosten, weniger Pestizideinsatz, hätten wir am Ende eine tolle Lösung. Kein Hunger mehr auf der Welt. Diese Gedanken mit diesen vier Argumenten sind eigentlich die Argumente, die immer wieder in dieser Debatte eine Rolle spielen. Und keine dieser vier Argumente stimmt. Gentechnisch veränderte Pflanzen, die auf dem Markt sind, sind nicht nur nicht ertragreicher, sondern sie produzieren weniger als die herkömmlichen. Nach 20 Jahren Erfahrung. Pflanzen, die gentechnisch verändert wurden aufgrund einer Herbizidresistenz, also wie man in Brasilien es so schön sagt, das sind Pflanzen, die in der Lage sind, eine Dusche von Roundup zu ertragen. Und kann sie im Gift baden und das passiert denen nichts. Also im Gift baden, warum? Weil man im Durchschnitt 5 Liter pro Hektar spritzt von diesem Zeug. Und es ist eigentlich vorgesehen, 1 Liter pro Hektar nach der guten fachlichen landwirtschaftlichen Praxis. Die andere große Neuigkeit, die man entwickelt hat, sind diese sogenannten insektenresistenten Pflanzen. Pflanzen, die wie eine Giftpflanze sind. Sie enthalten in jeder Zelle ein Toxin. Dann gibt es wiederum Wissenschaftler, die behaupten, Toxine seien keine Gifte. Was heißt dann schon mal ein Toxin? Das ja eigentlich dazu da sein sollte, um Raupen zu vernichten. Hätten ja auf Menschen und auf Tieren, anderen Tieren, keine Wirkung. Wer behauptet das? Entomologen, die sich mit Raupen beschäftigen. Und die auch immer sagen, sie würden sich ja nur mit Raupen beschäftigen. Dann kommt auch plötzlich die Aussage, die seien ja sicher. So sicher, dass es den Hühner, Kühen und Schweinen, auch Menschen, nicht schaden will. Ja, worauf basiert diese Aussage? Auf keine Studie. Wenn es keine Studie gibt, warum dann diese Behauptung? Worauf basiert diese Behauptung? Wieder auf eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass diese Pflanzen substanziell äquivalent wären wie die anderen Maispflanzen oder Baumwollepflanzen. Also nach 20 Jahren dieser Geschichte mit herbizidresistenten Pflanzen und insektenresistenten Pflanzen hat die Menschheit sich sicher anderen Pflanzen gewünscht im Bereich der Agrogentechnik. Pflanzen, die resistent sind gegen salzigen Boden, gegen Trockenheiten, Pflanzen, die vielleicht weniger Öl enthalten oder mehr Nährstoffen haben. So etwas hat die Menschheit sich auch gewünscht. Vielleicht wäre es auch machbar, ist aber ein kleines Teilchen der Forschung. Hat auch nicht zugenommen. Die sogenannte zweite Generation oder dritte Generation von gentechnisch veränderten Pflanzen ist nichts anderes als die Kombination von Herbizidresistenzen und Insektenresistenzen. So haben wir derzeit vor der Zulassung in Brasilien eine Maispflanze, die sowohl resistent ist gegen Roundup, gegen Glyphosat, ist ein Totalherbizid, vernichtet fast alles, was grün ist, was noch nicht resistent ist gegen Glyphosat. Weil es dann aber zu zunehmenden Resistenzen gekommen ist, hat man es versucht, diese Pflanze auch resistent zu machen gegen zwei andere Giftstoffe. Glufosinat zum Beispiel. Und Glufosinat tötet oder beschädigt, bekämpft, jetzt muss ich wieder zu dem Wort kommen, zwei Blätter.
zweiblättrige Pflanzen. Zwei keimblättrige Pflanzen. So. Und die Kombination lässt ja immer noch die anderen Pflanzen im Stich, also man muss auch für die anderen Pflanzen, die sogenannten Leguminosen, Hülsenfrüchte, auch einen Giftstoff benutzen und dafür braucht man dann auch eine Resistenz. Und dann hat man sich ein Produkt gesucht, 2,4-D heißt das, das ist ein Zusatzstoff von Agent Orange. Diese Kombination, dreimal resistent zu sein, also gegen drei Unkrautvernichtungsmittel auf einmal, und dann nochmal gleichzeitig eine Insektenresistenz mit diesen BT-Toxinen gegen bestimmten Raupen. Das ist so die genannte aktuelle Generation, die wir auf dem Markt haben und vor der Zulassung steht. Noch nicht zugelassen in Brasilien, weil wir haben es immer wieder hingekriegt, das zu verschieben, weil es ja auch verboten ist in Brasilien, manche dieser Stoffe so zu benutzen. In Kanada gab es schon die Zulassung für Agent Orange Mais, da nennen wir ihn schon mal, dieser Orange Mais, ist aber noch nicht im Anbau. Und das Merkwürdige daran ist es ja, dass vom Anfang an das Wissen schon da war. Wir wussten ja, dass es zu resistenten Unkräutern kommen würde. Trotzdem haben Wissenschaftler es immer verneint, immer darauf bestanden, es würde nicht zu diesen resistenten Unkräutern kommen. Ich erinnere mich noch ganz gut an den damaligen Pressesprecher von Monsanto Deutschlands, Andreas Thierfeller, als er mal bei einem Interview beim Deutschen Rundfunk gefragt wurde, was würden Sie dann einem Bauer empfehlen, wenn es dazu kommen würde, dass dieser Glyphosat nicht mehr funktioniert? Also wenn die Unkräuter resistent wären. Es gab ja schon ein paar weltweit Pflanzen, die festgestellt wurden, die seien resistent. Dann war seine Antwort ganz einfach. Er sagte, man müsste den Wirkstoff wechseln. Aber der Journalist damals, ich erinnere mich noch ganz gut, das war in Köln, dieses Interview, der hatte sich sehr gut vorbereitet auf diese Frage. Und er hatte sofort reagiert und sagte, aber Sie sagten doch am Anfang des Interviews, dass alle anderen Giftstoffe, die auf dem Markt sind, nichts mehr nutzen. Also abgelaufen seien, man hätte sie nicht richtig benutzt oder zu oft gespritzt und so weiter, sodass es zu Resistenzen geführt hätte. Deshalb müsste man jetzt doch Roundup-resistenten Pflanzen haben. Und wenn die Frage ist, was kommt dann, was empfehlen Sie dann, wenn jetzt auch gegen Roundup die Resistenzen entstehen, dann kommt er zur Antwort, jetzt müssen die Bauern das benutzen, was er ja von Anfang an gesagt hat, das geht nicht mehr. Oder das funktioniert nicht mehr. Ich erinnere mich noch sehr gut an die nächste Antwort. Dann sagte er, das habe ich auch aufgenommen, dann sagte er, wenn das Land so schlimm wird mit so einem Pflänzchen, das stehen bleibt, dann geht der Bauer dahin und hackt das raus. Also so eine Antwort hatte ich noch nie im wissenschaftlichen Bereich gehört. Obwohl es immer den sogenannten Kritikern vorgeworfen wurde. Als ob wir es empfehlen würden, jetzt wieder hacken zu gehen. Ich habe noch nie einen Gentechnik-Kritiker gehört, der sowas gesagt hat. Was der Andreas Thierfeld aber meinte, ist genau das, was jetzt stattfindet. Also Wirkstoffe zu wechseln, heißt ja nicht, nur die zu benutzen, die erlaubt sind. Es ist eine Chance, wieder auf den Markt die verbotene Gifte der Vergangenheit zu bringen. Und das ist eigentlich so etwas wie ein Sachzwang. Was soll der Bauer jetzt machen? Der hat doch keine Chance mehr. Dann muss man ihm doch helfen, oder? Zunächst wird er ja selbst beschuldigt. Ne? Er hätte ja zu viel von dem Stoff benutzt. Ist ja ganz schlimm gewesen, ne? Für die Geschäftsführer von diesen Firmen. Dass die Bauern so viel gespritzt haben. Also ich stelle mir das so vor, die würden sich ja täglich ärgern darüber, dass die Bauern so
wie sagt man, schlampig in Österreich, ne? Mit dieser Sache umgehen. Und dann haben wir am Ende diese dumme Situation hier, dass die Bauern sehr viel für Gentechnik ausgegeben haben und gleichzeitig nochmal das Problem haben, dass Unkraut bleibt noch stehen. Hier haben wir diese Conisa canadensis, dieses helle Unkraut über die Soja, diese schöne Blüte hier. Das nennt man in Deutschland kanadisches Berufskraut. Kanadisches Berufskraut. Conisa canadensis wird, glaube ich, als Blume verkauft hier. Ist jetzt etwas so wie eine der schlimmsten Unkräuter in Brasiliens, weil es nicht mehr möglich ist, durch Glyphosat zu bekämpfen. Völlig resistent. Und es bleibt da hier tatsächlich keine Chance, außer das kleine Pflänzchen rauszuhacken. Also zunächst starke Lizenzgebühren zu zahlen. Der Preis des Saatgutes ist in den letzten Jahren in Brasilien in den 10 Jahren 246 Mal gestiegen. So, das ist der Preis, um so eine Sorte anzubauen, mit der Hoffnung, Unkraut zu bekämpfen. Und jetzt haben wir diese tolle Pflanze da, die resistent ist, und dann sollen wir jetzt hacken gehen und trotzdem diese Sorte benutzen. Also dafür braucht man diese Sorte nicht, um hacken zu gehen, glaube ich nicht. Ne? Was ist jetzt die Alternative? Hier diese Zusatzstoff von Agent Orange zu benutzen. Das sei die Alternative. Ich sehe das nicht als Alternative. Weil es ist wieder ein neues Problem, das durch die eigene Technik entstanden ist. Man hat diese super Unkräuter selbst geschaffen. Und was sollen wir jetzt hier tun? Und das ist nicht das einzige Beispiel. Sie haben ja hier diese Corda di Viola, das sind diese Wicken, die sind auch berühmt als resistenten Pflanzen, die nicht mehr durch Glyphosat abgetötet werden. Das alles hatten wir schon bei den Vorträgen 2006. Ich glaube, dass ihr euch sehr gut daran erinnert. Und dass ich auch immer gesagt habe, dass es da ein Problem gibt, einfach Glyphosat in so eine große Menge auf eine Pflanze zu spritzen, dass dadurch diese Knirschenbakterien bei der Soja zerstört werden. Und dadurch das verloren geht, was eigentlich für den Bauer kostenlos ist, nämlich die Fixierung von Stickstoff aus der Luft, weil man mehr als 1 Liter Glyphosat pro Hektar auf die Pflanze spritzt. Diese 5-mal, das ist für manche vielleicht übertrieben. Aber man muss sich mal vorstellen, das war ja so gedacht, dass man Glyphosat vor der Ernte spritzt, um alles zu töten, und dann wird direkt drauf gesät. So hat man es früher gemacht, 1 Liter pro Hektar. Das ist die gute fachliche landwirtschaftliche Praxis. Ist so vorgeschrieben. Ich habe es auch so gelernt als Agrarberater. Dann ist jetzt die Möglichkeit, auf die Soja direkt drauf zu spritzen, nachdem sie schon da steht. Das ist ja der sogenannte Vorteil. Jetzt wird die Soja nicht mehr abgetötet durch Glyphosat, nur das Unkraut. Und man wünscht sich alle Unkräuter, so wie hier zum Beispiel. Hier gibt es noch das Problem, dass ja ein Pulverisator hier stehen geblieben ist. Hier haben wir diese Streifen da. Also schadet der Soja auch in so einer Menge. Aber was passiert dann, wenn dann nochmal Unkraut wächst? Weil dieser Glyphosat zerstört ja nicht die Keime, es tötet ja nur, was grün ist. Und dann wächst wieder Unkraut, und was macht der Bauer dann? Dann spritzt er ja nochmal. Jetzt haben wir schon 3-mal. Und das war vom Anfang an dieses 3-mal. Jetzt kommt es zu 5-mal, weil man versucht, diese Unkräuter, die resistent sind, wieder durch Glyphosat zu bekämpfen. Und je mehr man spritzt, umso resistenter werden die Pflanzen. Das ist ja auch das mit der Natur, was wir schon längst kennen. Was ich jetzt wieder zurückkommen möchte, ist das andere hier. Das ist jetzt was ganz Neues. Die Berichte sind schon vom März. Die erste Zeitschrift, die es bekannt gegeben hat, ist die hier. Es ist eine Raupe, die resistent geworden ist gegen BT-Toxine. Diese Raupe hat es geschafft.
Es wird bestimmt nicht die einzige sein, aber jetzt kommt wieder die schöne Diskussion. Die Wissenschaftler waren sich aber doch so sicher vor ein paar Jahren, dass sowas nicht passieren würde. Wir hatten das so lange als Befürchtung und immer gewarnt. Warum sollte das dann nicht passieren? Alles hätte dazu geführt, dass es passieren würde. Und trotzdem war immer die Antwort, jawohl denn. Das gibt's doch gar nicht. Auf keinem Teil der Welt gibt es Insekten, die resistent seien gegen BT-Mais. Ich erinnere mich noch sehr gut auf diese Auseinandersetzung in Deutschland war. Ich habe mich sehr gestritten mit Wissenschaftlern, mit Politikern auf Podiumdiskussionen, die immer darauf hingewiesen haben, BT-Toxinen würden alle Raupen, die in diesem Bereich vorgeschrieben waren als mögliche Schädlinge. In Deutschland hat man oft von der Maiszünsler gesprochen. Bei uns hat man eher von der Baumwollkapseleule gesprochen. So heißt die hier. Oder man hat von der Baumwollkapselbohrer gesprochen. Und alle diese Würmer sollten ja, also diese Rauben sollten durch Toxinen, BT-Toxinen vernichtet werden. Jetzt kommen die Erklärungen, warum sowas passiert ist. Es sind derzeit 2 Milliarden Reais an Verluste, nur im Bundesstaat Bahia. Das Ganze hat sich schon auf anderen 11 Bundesstaaten verbreitet. Ich war fast dabei, so eine Raupe hier nach Deutschland zu bringen, um sie Ihnen zu zeigen, hier ist diese bekannte Raupe, die man nie geglaubt hat, es würde sie geben. Also da ist der Erfolg der Wissenschaft, eine resistente Raupe entwickelt zu haben. Ja, das war ja das Problem. Ich hatte mal ein Insekten mitgebracht, das war damals Lagria villosa, hätte ja ein schlimmer Schädling sein sollen, ist auch nie geworden. Nur der hier ist ja ein Schädling. Das Problem dabei ist, die Gentechnikbefürworter in Brasilien haben jetzt eine Verschwörungstheorie. Das hier sei Syngenta daran schuld. Es sei Biopiraterie. Diese Theorie basiert darauf, es gäbe Leute, die wären aus Indien nach Brasilien gekommen mit diesen Raupen und hätten sie darum zerstört, um später Gift verkaufen zu können, um sie zu bekämpfen. Weil der einzige Gift, das es da gibt, um die zu bekämpfen, heißt Emamectin-Benzoat. Und dieser Stoff wird von Syngenta hergestellt. Naja, jetzt kommt das mit den Monsanto-Leuten. Down Chemical hat diese Geschichte mit Agent Orange, das ist nicht Monsanto. Also ein Unternehmen sagt, der andere hat da was getan, diese ganze Verschwörungstheorie, naja. Es gibt eine andere Erklärung dafür. Das brasilianische Landwirtschaftsministerium sagt, der Herwurm, Spodoptera frugiperda heißt er, er sei ein Fressfeind der Baumwollkapseleule, also ein Nützling. Das Dumme ist, dass man durch den BT-Mais dieser Herwurm ausgerottet hat. Also der einzige Schädling, der hier, also Fressfeind, der hier agieren könnte, hat man durch den Einsatz des BT-Maises vernichtet. So, das sei einer der größten Gründe dafür. Ja, meine Hypothese kennt ihr, das ist immer noch dieselbe und das ist im Rahmen der Biologie erkennbar. Von Tausenden von Insekten gibt es eine, die schafft es, sich gegen dieses Toxin so stark widerstandsfähig zu machen. Und das Blöde ist, dass genau die sich vermehrt und nicht die tot sind. Und wenn man genau wüsste, wer es ist, würde man den dann vom Anfang an kaputt trippen oder sowas. Ne? Wäre ja auch eine Idee. Ne? Anstatt dieses Pflänzchen rauszuhacken, wäre dann die tolle Antwort, dann geht der Bauer einfach so hin und macht diese eine unter Tausenden kaputt vom Anfang an. Wenn man das genau wüsste, wo.
Also eine von Tausenden vielleicht, man weiß ja nicht genau, schafft es, resistent zu werden, widerstandsfähig zu werden. Also das ist wiederum die Kraft der Natur, die man eher verstehen sollte, anstatt auszubeuten oder wie sagt man, versuchen zu beherrschen und zu kontrollieren durch unseres Wissen. Also hier haben wir wieder ein Zeichen, die Natur ist wieder stärker als unsere Wissenschaft. Dann habe ich auch drei Hypothesen hier. Also das ist zuerst mal die Erklärung, weswegen es sowas gibt. Hatte ich ja schon vor 6 Jahren als Befürchtung, das ist nichts Neues. Nur jetzt ist das neu, dass es Fakt ist. Es ist Fakt, dass es Unkräuter gibt, die resistent sind gegen Glyphosat. Es ist Fakt, dass es Raupen gibt, die resistent sind gegen BT-Mais. Naja, was sagen die Wissenschaftler, die bei mir, die mit mir in der wissenschaftlichen Kommission da in Brasilien sitzen? Die haben da wieder Erklärungen. Und die denken immer noch in derselben Denkweise. Also die haben es immer noch nicht versucht, da umzudenken. Um zu verstehen, warum eine Raupe zum Schädling wird. Das ist eigentlich die erste Frage der Wissenschaft. Bei denen ist die erste Frage, was würden wir tun, um diesen Insekten zu bekämpfen? Ohne es zu verstehen, warum ihr überhaupt zum Schädling geworden ist. Also wenn wir diese Frage nicht beantworten, warum wir überhaupt Schädlinge haben und zunehmend, und warum wir bei gentechnisch veränderten Pflanzen mehr Schädlinge haben? Und warum wir genau bei den gentechnisch veränderten Pflanzen auch mehr Krankheiten haben? Und wir wissen, dass die Schädlinge eher die kranken Pflanzen vorziehen? Wenn wir das nicht verstehen wollen, dann werden wir weiter Giften produzieren müssen und vielleicht viel mehr Giften importieren müssen, die derzeit verboten sind. Ivermectin, Benzoat ist verboten in Brasilien. Aufgrund der neurologischen Auswirkungen auf das menschliche Nervensystem. Also es ist ein Nervengift. Es ist nicht zugelassen. Obwohl das brasilianische Landwirtschaftsministerium eine Zulassung da hat, um es zu importieren, übernimmt keiner die Verantwortung über die Auswirkungen. Das war wieder bei Bauern. Wenn der Bauer das anwendet, dann ist er dafür zuständig. Wenn es da Probleme gibt, dann ist es einfach. Als ob der Bauer daran schuld wäre, dass es diesen Schädling gibt. Naja, dann kommt wieder die Rede, man sollte diese ganze Abstandsregeln besser einhalten, man sollte Schutzregionen schaffen, wo keine gentechnisch veränderte Pflanze angebaut wird. Aber gleichzeitig kommt der Druck, der Bauer soll immer die Fläche vergrößern, immer mehr produzieren. Und auf der anderen Seite soll er einen Teil davon gentechnisch freihalten, damit da die Insekten sich vermehren und dann mit den anderen, die resistent werden, sich kreuzen. Also ist wieder der Power daran schuld. Naja, diese Denkweise, und das ist für mich das Wichtigste bei dem Thema, hat auch mit unserem Bildungssystem zu tun. Es gibt ja so viele, die an diese Theorie glauben. Und da kann man fast nichts tun. Er wurde öfters gefragt, wie würden Sie einen Herrn von Monsanto überzeugen? Ich kann das nicht. Das geht nicht. Da geht es nicht um Wissenschaft. Da geht es um Interessen. Die Wissenschaft, die da produziert wird, wenn man das als Wissenschaft bezeichnen würde, das ist maximal Ideologie. Das heißt, ich suche Wissen, um meine Interessen zu legitimieren. Genau das. Da wird nicht frei geforscht, da wird danach gesucht, was können wir tun, um unsere Profite zu steigern. Das wird auch noch deutlich von den Geschäftsunternehmern gesagt. Was ich immer von einem Widerspruch gesehen habe in dem Bereich ist, wenn sich ein Geschäftsführer des Chemikalienbetriebs sagt, wir hätten jetzt eine riesige Chance, landwirtschaftlich so zu produzieren, dass wir keine Agrargifte mehr brauchen. Das ist doch ein Widerspruch. Also ich dachte mir immer, so ein Geschäftsführer müsste gekündigt werden. Das kann doch nicht sein. Er ist Vorstandsvorsitzender eines riesigen Chemiekonzerns und sagt, dass er sich freut, dass man keine Chemie mehr braucht. So ein Widerspruch.
Das konnte ich ja nie logisch verstehen. So, würden die jetzt alle ihre Investitionen im Chemiebereich abbauen? Genau das Gegenteil. Sie haben die Produktion erweitert. Brasilien hat derzeit den höchsten Pestizideinsatz der Welt. 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist mehr als Weinkonsum. Also so viel haben wir derzeit eingesetzt in der Landwirtschaft, dass ein Kleinbauer 60% der Betriebskosten für Agrargift ausgeben muss. Das ist riesig. So weit waren wir noch nie. Und da muss man sich mal vorstellen, wussten die Herren dieses Chemiekonzerns das schon vorher oder ist das alles Zufall? Ich stelle mir immer drei Fragen. Die erste ist, sie wussten das alles von vornherein, die sind nicht blöd, die konnten gut investieren und auch in Zeiten der Krise sind das die Betriebe, die am meisten profitiert haben auf der Welt. Das kann man sich auch anschauen. Es sind 6. Monsanto, BASF, Bayer, Syngenta, Pioneer und Dow AgroScience. Die beherrschen den großen Saatgutmarkt, den großen Chemikalienmarkt und den größten Pharmamarkt. Hat auch zugenommen. Die zweite Hypothese ist, das sei alles zufällig. Niemand hat sich sowas vorgestellt. Es hätte anders laufen sollen, aber aufgrund der Natur, der klimatischen Bedingungen, ist es so gekommen und am Ende hatten diese Konzerne alle Glück gehabt. Sie verdienen jetzt aufgrund dieser Kontingenz. Also, es war so. Eine andere Hypothese ist vielleicht viel schlimmer. Die Wissenschaftler, die in dem Bereich forschen und die Art und Weise, wie sie forschen, führt dazu, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie hier tun. Das ist eigentlich meine Hypothese. In dem Bereich gehe ich nicht davon aus, dass es eine Verschwörungstheorie gibt und dass jetzt alle mit Medikamenten behandelt werden, die Leute alle krank werden. Und das war alles schon vorher durchsehbar. Das ist viel schlimmer. Wir wissen gar nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir haben diese Lösungen gar nicht. Auch wenn wir sagen würden, jetzt haben wir wieder einen Giftstoff für diese Raupe, heißt das noch nicht, was tun wir jetzt, wenn dieses Zeug den Menschen schadet? Oder den Kühen, oder den Schweinen, oder den Hühnern? Gibt es da Studien dazu? Unser letzter Standpunkt war ja 2006 hier, dann haben wir immer gesagt, es fehlen Langzeitstudien. Es fehlen tatsächlich Langzeitstudien. Die Studien, die zur Zulassung von Biomais in Brasilien geführt haben, die waren von den eigenen Konzernen. Nehmen wir mal eines Beispiels. Es gab ein Mais NK603. Dieser Mais NK603 von Monsanto. Dabei gab es vor die Zulassung ein paar Studien mit Ratten. Dann ist der erste Punkt, sie haben nur den Mais gefüttert, ohne dass dieser Mais etwas mit Glyphosat zu tun hat. Wir wissen ja aber auch, dass es ein herbizidresistenten Mais ist, auf den man Glyphosat spritzt. Also man hat den Mais gefüttert, ohne dass man vorher Glyphosat drauf gespritzt hat. Also es ging nur um die Pflanze Mais und nicht um die Anwendung von Herbiziden. Das ist schon mal ein Unterschied. Das zweite ist, man hat nur 30 Ratten genommen. Und das dritte ist, man hat nur 3 Monate Fütterungsversuch gemacht und dann hat man es abgeschlossen mit der Schlussfolgerung, dieser Mais sei genauso sicher wie der andere herkömmliche Mais. Naja, dann wissen wir jetzt, dass es doch eine Langzeitstudie gibt. Diese Langzeitstudie gibt es aus Frankreich. Ich weiß, dass die sehr bekannt ist.
Diese Studie ist auch sehr polemisch. Aus dem Jahr 2012 in einer der bekanntesten Zeitschriften für Toxikologie veröffentlicht worden von Gilles Eric Seralini. Und er hat versucht, Ratten 2 Jahre lang mit diesem Mais NK603 zu füttern. Ich habe deswegen dieses Beispiel NK603. Und er hat festgestellt, dass es sich sehr viele Tumoren entwickelt hat. Besonders bei weiblichen Ratten. Das ist so die erste Langzeitstudie, die wir auf der Welt haben. Was war die Reaktion der Wissenschaft darauf? Bevor die Wissenschaft diese Studie gelesen haben, haben sie schon gesagt, sie sei nicht wissenschaftlich. Die meisten haben nur die Zusammenfassung gelesen. Und daraus haben sie schon die Schlussfolgerung gezogen. Also es gibt eine Position, bevor man Kenntnis nimmt. Das ist ja toll, ne? Man geht schon von vornherein auf die Frage, es kann nicht sein. So wie wenn man diese Raupe anschaut und sagt, die ist resistent, dann muss sie doch eingeschleppt worden sein. So, dann kommt man sofort auf Schlussfolgerungen. Die zweite Reaktion war, man hätte hier die falsche Ratten genommen. Diese Rasse würde ja sowieso Tumoren verursachen. Ja, stimmt. Man sollte ja genau deshalb diese Rasse nehmen, um zu vergleichen. Würde es jetzt mehr Tumors geben, wenn man hier diesen NK603 Mais füttert? Nur der Mais wurde gefüttert und auch der Kontakt mit Glyphosat. Bei beiden Situationen hat man diese Tumors. Das ist auch mal wichtig. Das ist die erste Studie, die auch das widerlegt, dass ein Mais allein, ohne in Kontakt mit diesen schlimmen Pestiziden, auch nur durch dieses Toxin allein, das in der Maispflanze steckt, oder vielleicht durch die gentechnische Veränderung. Weiß man ja auch noch nicht genau. Das Dumme daran ist, die Studie von Monsanto und alle anderen, die zur Zulassung geführt haben, hatten auch diese Rasse von Ratten benutzt. Also, zur Zulassung war es die richtige Rasse. Jetzt aber nicht. Und dann kamen die Diskussionen auf, man hätte nicht richtig die Verteilung zwischen weiblichen und männlichen und die Kontrolle so streng aufgeteilt. Und ja, das ist alles bei der Studie beschrieben. Und bei diesem Artikel geht es noch nicht mal um die gesamte Studie. Es geht nur um einen zusammenfassenden Bericht. Und das hat für solche Aufregung gesorgt. In Brasilien war es erstaunlich, dass auf einmal das Außenministerium für Außenhandel in Brüssel uns bei der Biosicherheitskommission beauftragt hat, etwas dazu zu sagen. Weil wir sind ja die Biosicherheitskommission. Wir sind ja die Spezialisten. Wir müssen jetzt was dazu sagen. Bevor dann wir alle mal zu der Frage gekommen sind, hat der Präsident der Biosicherheitskommission sich schon geäußert und schon als Notsituation 2 Gutachten bestellt und dann schon mal an das Ministerium geschickt, als Meinung der Biosicherheitskommission. Merkwürdig ist, ich habe mal danach geschaut, einer dieser 2 Wissenschaftler, die dann so schnell zum Gutachten bestellt wurden, arbeitete auch bei einem Konzern, das direkt damit zu tun hatte. Und der Präsident der Biosicherheitskommission selber war der, der das Gutachten zur Zulassung von NK603 seit 2006 geliefert hatte, als er noch gar nicht in der Kommission war. So etwas kann man auch nur herausfinden, wenn man mal in die Kommission reingeht. Weil solche Dokumente bleiben ja dort geheim. Ist das nicht schlimm? Die Dokumente sollen 10 Jahre geheim bleiben. Was ist das dann für einen wissenschaftlichen Fortschritt? Die einzige Studie, die es gibt, sind von den Firmen selbst und die bleiben geheim. Besonders das, was falsch läuft, das darf ja nicht veröffentlicht werden. Die kommen noch nicht mal bei den Gutachten vor. Also die sollen wir hier in dem Bereich forschen. Dann komme ich wieder zu der spannenden Frage, vielleicht muss man da unabhängige Forschung vorantreiben.
Und das ist das entscheidende Thema. Als ich 2006 in Deutschland war, dann habe ich es mehrmals gehört, man müsste ja in diesem Bereich, damit man hier Fortschritte hat, viel mehr Studien haben. Also wir brauchen mehr Studien. Das will ich auch immer deutlich betonen, weil uns wird immer vorgeworfen, wir seien gegen die Wissenschaft. Ja, bitteschön, wir wollen noch mehr Studien. Wer sorgt für mehr Wissenschaft? Wer mehr Studien will. Auch wenn es dann mehr Studien von den Konzernen wären, will ich immer noch mehr Studien. Oder wenigstens Zugang zu diesen, die es gibt, die geheim bleiben. Aber wichtiger wäre es vielleicht, dass man an jeder Universität in Deutschland ein Institut hätte oder ein Fachbereich hätte, das unabhängig ist. Nur eins, damit man vergleichen kann. Das wäre schon mal sinnvoll, oder? Können Sie sich das vorstellen, in Deutschland an jeder Universität ein Institut haben, an dem keine Drittmittelgelder die Wissenschaft beeinflussen kann, können. Dass da kein Wissenschaftler ist, der vorher ein Stipendium bekommen hat von BASF oder von Porsche oder wie sie alle heißen. Dass wir da die Möglichkeit haben, mit öffentlichen Geldern unabhängige Wissenschaft zu betreiben. Können Sie sich jetzt was anderes vorstellen? Wir würden eine ganze Universität aufbauen, die darauf basiert, keinen einzigen Professor dort zu haben, der mit Drittmittelgeldern finanziert wird, der von anderen Institutionen arbeitet, außer dieser Universität, die exklusiv, ausschließlich für diese Forschungen bezahlt wird und hundertprozentig mit staatlichem Geld. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich was vorstellen, wie die Bauernorganisationen, also die Vertreter der Bauernbewegungen, sitzen im Universitätsrat und sie bestimmen, was am wichtigsten für diese Region ist, zu forschen. Und das wird da geforscht und nicht das, was jetzt bestimmt wird von Karriere, Ruf, Geld und so weiter. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich das vorstellen, dass jetzt die Bauernsöhne und Bauerntöchter Quoten haben, von mindestens 90% an dieser Universität zu studieren? Vor Ort, damit sie nicht irgendwo weit weggehen müssen, etwas zu studieren, was vielleicht mit der eigenen Region sehr wenig zu tun hat und vielleicht kommen sie auch selten zurück. Können Sie sich sowas vorstellen? Können Sie sich vorstellen, dass die ganzen Forschungseinrichtungen, dass die ganzen Studiengänge sich damit beschäftigen, wie wir in der Lage sein wären, Landwirtschaft so zu gestalten, dass die nächsten Generationen besser produzieren können als die heutige, also dass es nachhaltig wird, dass wir nicht mehr von Chemikalien abhängen, die sowieso ein kurzes Leben haben, das wird ja nicht mehr lange gehen, der ganze chemische Düngemittel. Dass im Bereich der Umweltwissenschaften auf erneuerbare Energien der Schwerpunkt gesetzt wird. Dass die Lehrerausbildung sich auf das Land konzentriert in ländlichen Regionen, sodass die Studierenden schon bei der Schule es lernen, wie man in der Landwirtschaft besser leben könnte. Können Sie sich sowas vorstellen? Das alles habe ich jetzt so in Frage gestellt, weil wir gerade sowas aufbauen. Und es sind schon 4 Jahre. Die UFFS. Ich zeige euch nur mal ein paar Bilder davon. Es liegt hier schon ein Film vorher, wer es gesehen hat. Das ist diese Universität hier. Die liegt im Süden, an der Grenze zu Argentinien, hat diese 6 Campi, 400 Gemeinden im Südwesten von Paraná, Westen von Santa Catarina und Nordwesten von Rio Grande do Sul. Sie wurde gegründet durch das Gesetz 12.029 vom 5. September 2009.
Und deshalb bin ich auf Österreich zurück nach Brasilien gegangen und hatte dort die Ehre, als Vizerektor und als Mitglied der Gründungskommission an dieser Universität zu arbeiten, als die Landlosenbewegung Brasiliens zusammen mit der großen Bauernbewegung Via Campesina und der Vertraf Sul, der Föderation oder dem Verband der südbrasilianischen Familienlandwirtschaft, sich dafür eingesetzt hat, von der Regierung Lula eine Universität zu fördern, die die erste ist der Geschichte Brasiliens, die von unten aufgebaut wird. Diese Geschichte, diese 4 Jahre, machen sehr viel Hoffnung. Und das ist dann wichtig, wenn man auf die Frage geht, eine andere Denkweise zu ermöglichen. Eine Denkweise, die auf Agrarökologie basiert. Und dies ist ein Begriff, das ich immer wieder betonen muss oder vielleicht sogar erläutern, weil es etwas Neues ist. Der Begriff Agrarökologie ist ja in den sozialen Bewegungen, auf der Basisbewegung entstanden. Es ist eine Reaktion gegen die Probleme oder aus den Problemen der sogenannten Modernisierung der Landwirtschaft oder der Industrialisierung der Landwirtschaft entstanden. Also aus den Fragen, wie kommen wir zurecht mit der Schädlingsbekämpfung? Wie kommen wir zurecht mit Pflanzen, die irgendwie immunschwach sind, weil sie so auf Ertrag gezüchtet wurden, dass ihnen so vieles auf der anderen Seite fehlt, dass man sie eigentlich nur produzieren kann mit sehr vielen Chemikalien, um das zu kompensieren. Also aus dieser ganzen Problematik heraus hat sich eine Art des Lebens und des Produzierens zu entwickelt, was an den Universitäten erst später als Wissenschaft erkannt wurde. Zum Beispiel Miguel Altieri aus Chile, der in Berkeley in den USA ist, der sagte, das ist das Fortschrittlichste, was es im Agrarbereich gibt. Oder was man in den Agrarwissenschaften als die letzte Innovation bezeichnet. Warum die letzte Innovation der Zeit? Weil es mit einer Art der Landwirtschaft verbunden ist, die Zukunft hat. Und warum hat die Zukunft? Weil sie in der Lage ist, mit den Ressourcen, die vor Ort sind, zurechtzukommen und sie sich so versucht, an die klimatischen Bedingungen vor Ort anzupassen und die Natur so versucht zu verstehen, dass man es schafft, da gesunde Lebensmittel vor Ort zu produzieren. Dieses Konzept ist eigentlich das Konzept, das von der UNO weltweit empfohlen wird, auch im Weltagrarbericht, von der Welternährungsorganisation, die auch jetzt derzeit von einem Brasilianer geleitet wird, das auch verbunden ist mit dem brasilianischen Null-Hunger-Programm. Denn es werden 23 Millionen Menschen in Brasilien mit Nahrungsmitteln versorgt seit 10 Jahren. Und diese Lebensmittel werden direkt von den Kleinbauern aufgekauft, ohne dass sie dann in die Marktwirtschaft gehen. Also sie wird so etwas wie eine Nische produzieren, aus der Marktwirtschaft heraus, sodass die Regierung gesetzlich vorschreibt, mindestens 30% der Nahrungsmittel an Schulen müssen unbedingt regional von den Kleinbauern durch die Regierung gekauft werden. Also diese Ansätze haben auch dazu geführt, dass wir im Oktober den nationalen Plan zur Förderung der Agrarökologie in Brasilien haben. Das ist jetzt ein Monat her. Da hat Präsident Dilma sensibilisiert, kann man das sagen, sensibilisiert, durch den Kampf der brasilianischen Landfrauenbewegung. Das muss ich hier mal wieder betonen. So ist das zustande gekommen. Die Agrarökologie ist eigentlich eine Förderung der Landfrauenbewegung seit 30 Jahren in Brasilien. Movimento das Mulheres Camponesas heißt es, MMC. Und Dilma als erste Frau Brasiliens an der Präsidentin, als Präsidentin hat einen Plan eingeführt, dass zunächst 8 Milliarden Reais
3 Milliarden Euro zur Verfügung stellt zur Förderung ökologischer Landwirtschaft, das heißt zunächst die Produktion zu unterstützen, zweitens die Vermarktung zu organisieren, staatlich reguliert, die Verarbeitung von Nahrungsmitteln, also von den Rohstoffen bis zu Nahrungsmitteln, die dann direkt an die Konsumenten gehen sollen, weil die Großgrundbesitzer ja gar keine Lebensmittel produzieren, sondern nur große Monokulturen für den Export. Also 87% der brasilianischen Nahrungsmittel werden von Kleinbauern produziert. Das wissen wir auch schon längst. Und die gibt es ja noch in dieser Region. Und jetzt ganz wichtig, dass man in Wissen investiert. Und dass man sich auch nichts vormachen soll, dass es ökologisch oder agrarökologisch mit weniger Wissen verbunden wäre als konventionell. Also hier müssen wir viel mehr wissen. Und wir bräuchten, und das ist offiziell von der Regierung angekündigt, nur um das Programm Null Hunger weiter zu unterstützen und vielleicht mit ökologischen Lebensmitteln zu versorgen, bräuchten wir 200.000 Agrarberater, die sich mit agrarökologischen Methoden auskennen. Naja, wir versuchen es mit 4 Studiengängen in 4 verschiedenen Kapiteln. Wer bei uns studiert im Bereich der Agrarwissenschaften oder in der Tiermedizin oder in der Ernährungswissenschaften oder Umweltwissenschaften, also die ganzen Bereiche haben die Agrarökologie als Konzept. Es unterstützen uns dabei Menschen wie Leonardo Boff, die kennen Sie bestimmt, früher Paulo Freire und das ganze Institut Paulo Freire, also die fortschrittlichsten Intellektuellen, die es noch in Brasilien gibt, die am Leben sind, und wir versuchen uns zu vernetzen weltweit. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich hier bin. Ich war gestern ja schon mal so froh, dass in Westerstede ein Studierender aufgestiegen ist und sagte, geben Sie mir ein Kärtchen, ich werde unbedingt zu Ihrer Uni ein Praktikum machen, dass diesen Austausch stattfindet. Wir haben schon 2 Exkursionen aus Österreich und Bayern gehabt von Bauern, die bei uns referiert haben, was das heißt, ein Bauer in Deutschland zu sein. Und eine der wichtigsten Sätze, die wir nie vergessen haben, von dem Michael aus Ostbayern, war, jeder Bauer ist ein Umweltschützer. Aber dann muss ein Bauer sein. Was heißt das, Bauer sein? Dann hat er es so erklärt am Beispiel der Erhaltung des Bodens. Es gibt keinen Bauer, der nicht sich Gedanken macht, wie man den Boden weiter erhalten kann, damit die Kinder und die Enkel und so weiter da weiter produzieren können. Naja, ist das nicht das originale Nachhaltigkeitsdenken? Damit die nächsten Generationen da weiter produzieren können. Also diese Vernetzung weltweit ist für uns auch sehr wichtig und dabei hilft uns ein anderes Programm. Das ist das Programm Wissenschaft ohne Grenzen. Die brasilianische Regierung gibt Stipendien an Studierende, die ins Ausland gehen. Also das ist ja so schön. Ich wurde damals von der evangelischen Kirche gezahlt, vom evangelischen Entwicklungsdienst, um in Deutschland zu promovieren. Das war früher so die Entwicklungspolitik, dass man aus Deutschland bezahlt wurde, um nach Brasilien zu gehen, um dort was zu tun, um dort die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Das war so die Art und Weise, wie ich es erfahren habe. Derzeit findet es anders statt. Lydia kommt schon mit einem Stipendium der brasilianischen Regierung. Und wir haben an unserer Universität in diesem Jahr 87 Studierende ins Ausland geschickt. Mit Stipendien der brasilianischen Regierung in allen Ländern der Welt. Für ein Jahr Auslandsaustausch. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn es umgekehrt passiert. Also wenn Wissenschaftler, besonders junge Wissenschaftler zu uns kommen, um bei uns einen Beitrag zu leisten, wie wir da vorankommen können. Was ist eigentlich einmalig? Ich weiß nicht, ob es eine andere Universität auf der Welt gibt, wo sowas derzeit in dem Maße stattfindet. Man muss sich hier mal vorstellen, wie groß das ist. Da oben sehen Sie vielleicht Laranjeiras do Sul, ganz oben. Das ist da immer, wo so ein Sternchen ist hier. Das sind unsere Kanten.
Hier ist das südlichste und da oben, Laranjeiras do Sul im Paraná, ist das nördlichste. Um diese Strecke zu fahren, vom Süden bis zum Norden, braucht man 10 Stunden Autofahrt. Also so weit ist das Ganze, das ist die ganze Bundesrepublik Deutschland, oder? Also so groß ist das auch. Und das ist auch der erste Campus einer Universität in Brasilien. Das ist auch neu, hatte ich gestern nicht erzählt. Die auf eine Ansiedlung der Landlosenbewegung, der ehemaligen landlosen Bauern stattfindet. Also innerhalb einer Siedlung der Agrarreform. Und das ist für uns auch ganz wichtig. Und da haben wir das erste Masterprogramm Agrarökologie jetzt. Und die Einschreibungen gehen noch bis zum 14. Dezember. Und wir werden ab März dort das erste Masterprogramm Agrarökologie beginnen. Da haben wir schon eine Spezialisierung auf Biomilchproduktion. Und nur zum Überblick, das ist alles, was wir so anbieten an Fächern. Derzeit. In 4 Jahren. 8000 Studierende aus der eigenen Region. 32 Studiengänge in 6 Städte des Südens Brasiliens. Naja, kann man schon viel tun. Vielleicht ist das wenig für die ganze Welt, aber es ist schon mal symbolisch, dass das geht. Und das macht mir ja so viel Hoffnung mal hier, dass ich sagen kann, ich war so lange immer in der Forschung gegen etwas. Ne? Es ist manchmal sehr schwierig, es auszuhalten. Wenn man da steht und immer wieder erscheint nichts in der Presse, ist überhaupt einer von der Presse hier? Das ist immer dasselbe. Wenn Gentechnik das Thema ist und dann kommt ein Kritiker, dann ist es selbst doch, Entschuldigung. Dann noch so. Wenn man seit 15 Jahren sieht, dass die Strömung irgendwie gegen das ist, was man als Überzeugung und auch als Forschung trägt und immer wieder die Frage kommt, das Buch, was Sie geschrieben haben, Herr Andreoli, das sei ja nicht wissenschaftlich. Naja, damit kann ich gut leben. Das ist ja keine Doktorarbeit. Meine Doktorarbeit ist eine andere. Das Buch hier soll ja gar nicht so wissenschaftlich sein. Aber was ist damit gemeint? Es sei nicht wissenschaftlich, weil das Buch hier jeder Bauer verstehen kann. Was heißt das denn? Das heißt, Wissenschaft soll eigentlich nicht von der Menschheit verstanden werden. Oder besonders sollte nicht von den betroffenen Menschen verstanden werden. Und das ist für mich ganz wichtig zu sagen. Wenn Bauer als ein Mensch behandelt wird, der kein Wissen hätte. Oder noch schlimmer, der ja nur Bauer ist, weil er nicht studieren gegangen ist. Andere sind abgehauen und der nicht studiert hat, ist Bauer geblieben, oder? Ist das nicht schlimm? Vielleicht noch schlimmer ist es, wenn dann der Bauer es aufgibt, Bauer zu sein. Weil Bauer ist mit sehr viel Wissen verbunden. Und sich umwandelt in einen Traktorfahrer. Also Pestiziden zu spritzen zum Beispiel, dafür braucht man kein viel Wissen, oder? Naja. Würde das alles so gut nach fachlicher, landwirtschaftlicher Praxis gehen, würde man diese Bauern als Traktorfahrer ja nicht so beschimpfen, dass sie ja alles falsch gemacht hätten jetzt. Also, Bauern zu sein, heißt zunächst sehr viel zu wissen. Und das als Wissen zu erkennen, ist vielleicht eine der größten Aufgaben der Agrarökologie. Dass man traditionelles Wissen, das auf Erfahrung basiert, eigentlich der Beginn von Wissenschaft sein sollte. Damit man nicht eine Art von Wissenschaft produziert, die gleichzeitig arrogant und ignorant ist. Die darauf basiert, dass man fast alles wissen sollte über fast nichts. Das ist die Art der Wissenschaft, die anerkannt wird. Damit ich sagen kann, ich bin Spezialist für Prodoctoras Frugiperda. Naja, das ist der Herborn. Ich habe aber keine Ahnung, noch nicht mal von
Maiszünsler. Dann das ist ja schon ein anderer Fach, oder? Dann bin ich ein totaler Ignorant in fast allem, was es an Wissen gibt. Aber ich bin ein fast totaler Arrogant, was Odoptera frugiperda betrifft, weil ich glaube, ich bin einer der wenigen, der so viel glaubt zu wissen über dieses Insekt. Also solche fachidiotische Wissenschaft lehnen wir von vornherein ab. Das wird bei uns nicht erwünscht. Auch diese Trennung zwischen Zivilgesellschaft und Universität. Dass Wissenschaftler so fast wie Götter erscheinen, als ob sie keine Menschen wären, als ob sie kein schöneres Outen wollten, dass sie nicht bestechbar wären, dass sie neutral seien, noch schlimmer. Fast so wie der Münchhausener Baron, der sich aus den Haaren aus dem Sumpf zieht, ohne zu erkennen, dass der Sumpf da ist, wo alle auch sind. Naja, Agrarökologie heißt dann zunächst, Wissen anders zu betrachten als dieses fachidiotische Bild der modernen Wissenschaft, die Welt so aufgeteilt hat in Fächer, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die Natur zu verstehen. Weil die Natur ja eigentlich ganzheitlich ist, ganzheitlich ist. Vielleicht ist es viel wichtiger, die Beziehungen zwischen Wissen zu verstehen, also die Verhältnisse oder die Beziehungen, glaube ich, ist, zwischen Fächern, also interdisziplinär zu forschen, damit man Nachhaltigkeit nicht nur als Umweltfrage sieht, sondern auch als soziales Problem, als wirtschaftliches Problem, als ein menschliches Problem, ein ethisches Problem und vielleicht ein existenzielles Problem. Dass man sich wünscht, dass die Menschheit in der Lage ist, etwas zu antizipieren, was ja noch nicht da ist. Eine bessere Gesellschaft oder vielleicht eine gute Gesellschaft. Das kann man mit Unterstützung der Konzerne nicht machen. Denn das werden die ja gar nicht verstehen. Die würden mich ja auslachen, wenn ich sage, warum haben sie nicht diese Angebote akzeptiert? Und glauben sie mir nicht jetzt, dass es nicht der Fall war bei mir als Giftverkäufer vor 20 Jahren. Ich hätte auch in diesen Konzernen einen schönen Job haben können. Und die werden bestimmt so rechnen wie bei meinen Kollegen, die umgestiegen sind und aufgegeben haben. Jeder, der in diesem Bereich aufgibt, der kann dreimal mehr bekommen, weil er zunächst weg ist vom Spiel. Als Gegner sozusagen, auf der anderen Seite ein guter Befürworter sein kann und drittens einer ist, der beide Seiten kennt. Mindestens dreimal mehr. Aber völlig bescheuert, jetzt nicht zu akzeptieren, dreimal mehr zu bekommen. Also dieses Menschenbild, das auf Geld basiert, auf Gier oder auf Status Quo oder auf Ruf, das ist eigentlich ein Bild des Menschen, das den Menschen selber krank macht. So damit kann man ja gar nicht mehr leben als Wissenschaftler. So warum soll ich Wissenschaft machen, wenn es nicht zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen führt? Und das ist die entscheidende Frage bei dieser Diskussion. Ich weiß, dass ich mich heute ein bisschen strenger an die Zeit gehalten habe, Annemarie. Ich hoffe, dass ich es auch weiterhin kriege. Ich möchte hier nur noch ein paar Bilder an dieser Universität zeigen, weil viele glauben es ja gar nicht, dass man in 4 Jahren so vieles aufgebaut hat, aus dem Nichts. Es gab keine Gebäude, es gab keine Professoren, es gab keine Mitarbeiter, es gab keine Bibliothek, es gab keine Labors. Und trotzdem gab es schon Studierende im März 2010. Aber jetzt sieht es schon etwas anders aus. Ich habe jetzt schon vorher die Bilder gezeigt hier. Also wir haben jetzt schon 448 Professoren, 25 technische Mitarbeiter. Ronaldo, den ich hier begleite, da hinten mit der Technik, ist einer davon, ist unsere Pädagoge an der Universität. Und es gibt sehr viele davon, die aus der Region sind und sich auch freuen,
diese Universität aufbauen zu können, das ist ja auch nicht was Einfaches. Ne? Die Vorstellung, Universitäten sind tausende von Jahren alt und wir fangen jetzt von null an. Jetzt sind wir beim vierten Jahr. Und wir haben jetzt da die besten Labors im Bereich der Naturwissenschaften vor Ort. Wir haben auch den ersten Studiengang Medizin Brasiliens im Rahmen des Programms Mehr Ärzte. Das ist das neue Programm, um mehr Ärzte in Brasilien zu haben, weil wir viel zu wenig haben. Und die Ärzte sind dagegen, dass wir mehr ausbilden. Eine riesige Bewegung gegen Ausbildung von neuen Ärzten. Und wir haben die erste Medizinfakultät gegründet im Rahmen dieses Programms, das auch von Anfang an eine andere Medizin sein soll. Auch schon vom Publikum her. Also nicht dieses elitäre Publikum, nur Töchter und Söhne von Ärzten, das war ja meistens das Bild, sondern jetzt haben wir Bauersöhne und Töchter, die wollen auch Ärzte werden. Was ist das? Ist doch toll, ne? Indianervölkern, Quoten für Schwarzen, alles das gibt es hier. Und die brasilianische Regierung hat uns schon mal bewertet, es gibt Stufe 1 bis Stufe 5 von den 43 Studiengängen, die wir haben. Sind 20 schon evaluiert worden, alle mit der Note 4 und 5. Also wir hatten in Brasilien sehr viele Universitäten vor uns, die gekämpft haben, dass sie ein 3 bekommen haben, das ist das Mindeste. Wir haben es als erste neue Universität in 4 Jahren schon geschafft, dass die erste, die jetzt zum Schluss kommen, entweder 4 oder 5 sind. Warum sind wir nicht alles 5? Weil wir die Labore alle noch nicht hatten. Weil man nicht alle Professoren hatte. Und diese ganze Geschichte des Aufbaus muss man ja auch berücksichtigen. Aber wichtig ist zum Schluss, wir verbinden hier soziale Inklusion, also soziale Inklusion gegen die Ausgeschlossenheit. Wir versuchen die ärmsten Menschen und besonders die auf dem Land in die Uni hineinzubringen, die in der Lage ist, die beste Qualität an Wissenschaft anzubieten. Das zu verbinden ist unsere Mission oder unser großes Lema, unser großes Motto und die Hoffnung, dass Wissen zur Entwicklung beitragen kann. Unabhängiges Wissen und Wissen, das zum Selbstbewusstsein führt und nicht nur Propaganda für Konzerne missbraucht wird. Als Propaganda-Instrument für Konzerne missbraucht. Vielen Dank. Hier nochmal die ganze Leitung. Es sind ganz viele engagierte Leute zu uns gekommen. Manche haben auch in Deutschland promoviert. Ich war froh, in Lübeck zu sagen, dass zum Beispiel unser Prorektor für Lehre ein Spezialist für Bodenkunde ist. Für Erdkunde, sagt man, Bodenkunde und hat an der Universität in Kiel promoviert und dass so viele zu uns gekommen sind, weil sie da eine Hoffnung haben, eine Uni aufzubauen, die darauf basiert, die Landwirtschaft in einem Land so zu fördern, wo es auch die besten Bedingungen gibt, so viele Naturressourcen vorhanden sind. Und immer noch so viele Bauern da sind. Vielen Dank. Martina, nimm mal das Mikro. Ja, natürlich. Sind ja auch aufgenommen, das heißt. Ich gebe Annemarie Volling von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft mal das Wort, die auf den Stand bringt zur Agrogentechnik hier bei uns in Deutschland.
in Deutschland und, huch, das ist aber laut, in Deutschland, in Europa. Das ist jetzt ein harter Bruch, aber wir kommen danach zur Diskussion. Lange Zeit haben wir ja gedacht, dass es um die Gentechnikdebatte in Deutschland und in Europa etwas ruhiger wird. Zumindest war es nicht mehr so doll in der Presse. Aktuell haben wir aber wieder einiges gehört, weil die Gentechnik hat es sogar in den Koalitionsvertrag geschafft. Aber leider nicht so, wie wir wollten. SPD und CSU hat ja sogar vorgehabt, den Anbau in Deutschland zu verbieten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Das ist dann aber Chefsache geworden und die CDU hat es abgelehnt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weiterhin eine Regierung haben oder die neue Regierung, wenn sie denn so kommt, wie es gerade der Plan ist, dass sie, wenn es zum Beispiel um Zulassungsabstimmungen in Europa geht, mit einer Enthaltung stimmt. Das wird demnächst interessant werden, weil die EU-Kommission einen ganz neuen Mais, den wir bislang noch nicht kannten, zum Anbau in Europa in den Zulassungsprozess gegeben hat und auch für den Anbau empfohlen hat. Das nächste Gremium, was darüber entscheiden wird, ist der Ministerrat, entweder jetzt im Dezember oder im Januar, der Umwelt- oder der Agrarministerrat. Und wenn dieser Ministerrat sich zu einer qualifizierten, ungefähr 75% Mehrheit für oder gegen den Anbau sich ausspricht, dann wird der EU-Kommissar Tonio Bohr darüber entscheiden. Und der hat schon angekündigt, dass er für die Zulassung sein wird. Was ist das für ein Mais? Der heißt 1507 und kommt von Pioneer Dow AgroScience. Auch dieser Konzern ist schon genannt worden, oder es ist eine gemeinsame Entwicklung von Pioneer und von AgroScience. Und er ist so manipuliert worden, dass er zum einen gegen einen herbizidresistent ist, nicht Glyphosat, davon haben wir schon was gehört, sondern gegen Glufosinat, auch dieses Pestizid ist schon gefallen. Glufosinat ist ein Wirkstoff in dem Pestizid Liberty oder Basta, das ist von Bayer. Und Glufosinat hat Auswirkungen auf die frühe embryonale Entwicklung. Deshalb hat auch unsere, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, das als sehr kritisch angesehen. Und das Landwirtschaftsministerium in Deutschland sagt, dass europaweit die Zulassung für Glufosinat 2017 ausläuft. Warum also 2014 zulassen? Wäre doch vielleicht nicht so gut. Und außerdem produziert 1507 ein Insektengift, das gegen den Maiszünsler, oder diese Pflanze soll gegen den Maiszünsler resistent sein. Wie schnell diese Resistenz vielleicht aufgehoben werden kann, das haben wir auch schon gehört. Es ist schon bekannt, dass aber auch andere Nützlinge darauf reagieren, nämlich Schmetterlinge und Motten. Und trotzdem hat die EU-Kommission oder die EFSA gesagt, dieser Mais ist genauso sicher wie konventioneller Mais und deshalb plädieren sie für die Zulassung. Wenn Sie das am Ende dieses Vortrags vielleicht verhindern wollen, falls wir die möglich, oder wir hoffen jedenfalls, dass wir es verhindern können, wir haben eine Unterschriftenliste ausgelegt, Nein zu 1507, vielleicht tragen Sie sich da ein. In Europa haben wir im Moment noch den Vorteil, dass relativ wenig Gentechnik angebaut wird im Vergleich zu euch in Brasilien. Bezogen auf die europäische Ackerfläche ist es gerade mal 0,12% der europäischen Ackerfläche. Es wird angebaut in Spanien, 90% des Gentechnikanbaus findet in Spanien statt. Weitere 8% in Portugal und auf den Rest Europa der Rest ist dann noch 2%. Es gibt aber viele Anbauverbote, zum Beispiel gegen MON 810, der Name ist auch schon gefallen. Der durfte ja hier auch in Deutschland angebaut werden. Wir haben ein Verbot, Österreich hat ein Verbot, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Polen und jüngst auch Italien. Und ein anderes Land in der EU, Bulgarien, hat es anders gelöst. Die haben einfach große Abstände gemacht, zum Beispiel 7 Kilometer zum Ökolandbau, 10 Kilometer zu Bienenständen und 30 Kilometer zu Naturschutzflächen. Auch das ist eine Möglichkeit, um den Anbau quasi auszuschließen. Ich könnte das jetzt noch weiter vortragen, aber ich möchte eigentlich nur noch einen Punkt nennen. Das ist das Freihandelsabkommen. Es ist ein Freihandelsabkommen geplant zwischen den USA und Europa. Auch das ist schon in den Medien gewesen. Wir wissen nicht so genau, was da verhandelt wird, weil dieses Freihandelsabkommen
geheim ist. Das wissen nur ganz wenige Menschen, was da drin steht. Es gibt aber schon erste Äußerungen, insbesondere was bei der Gentechnik passieren kann. Es gibt ein anderes System in den USA und hier in Europa. Ganz besonders unterschiedlich ist die Kennzeichnung. Wir haben hier eine Kennzeichnung, zumindest im pflanzlichen Bereich. Wenn Gentechnik in einem pflanzlichen Produkt drin ist, dann muss es auf der Verpackung stehen. Das hat die USA nicht. Das findet die USA ziemlich blöd, weil dann können sie weniger Gentechnik hier importieren, weil es ja dann gekennzeichnet werden müsste und es wird befürchtet, dass es nicht gekauft wird. Sie wollen diese Kennzeichnung aushebeln am liebsten und sie wollen auch an unser Zulassungsprinzip gehen. Bei uns gibt es immerhin in der EU-Zulassung ein Vorsorgeprinzip. Es wird erstmal sich Untersuchungen angeguckt, bevor man leider doch ein positives Gutachten stellt, aber immerhin gibt es das. Das gibt es in den USA nicht. Wir lassen viel weniger Pflanzen zu als in den USA. Und deshalb möchte die USA unser Zulassungssystem doch gerne beschleunigen. Das größte Problem finde ich aber tatsächlich, dass es im Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dass wir nicht wissen, was dort verhandelt wird, dass die Zivilgesellschaft und auch Bäuerinnen und Bauern nicht beteiligt werden. Und allein aus demokratischen Gründen, finde ich, muss dieses Freihandelsabkommen gestoppt werden. Soweit vielleicht der Blick nach Europa. Jetzt geht es wahrscheinlich wieder nach Brasilien. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Annemarie, dass du uns auf den Stand gebracht hast. Und jetzt dürfen Fragen gestellt werden. Wenn jetzt ein fertiges Spitzwild wird, wie gesagt, die Insekten, stellen die auch mit ab. Und also, falls jetzt ein Feld gespritzt wird mit Glyphosat, die Insekten sterben die auch mit ab. Und falls diese Insekten gefressen werden von irgendwelchen Tieren, Fasanen oder so, können die da auch dran erkranken? Oder wie verhält sich das? Zusammen, wenn man breit bleibt, sonst wird es zu lange Rede von mir. Zusammen und drei auf einmal? Und Sie auch? Ja. Die Universität, die jetzt da gebaut worden ist, ich würde mir das sehr wünschen, dass wir das in Deutschland auch hätten. Forschung ohne Lobbyisten. Wie kommen wir dran? Oder wer hat es da bezahlt? Ist es wirklich der Staat? Ich wollte nicht nur eine Frage stellen, sondern einfach eine Erfahrung. Ich war jetzt 3 Wochen mit Landjugend Münster im Nordosten, in Casageras, Bundesstaat Paraíba. Und dort haben wir im Projekt der CPT mitgearbeitet, am Bildungszentrum, aber wir haben dann auch 36 Siedlungen besucht von ehemalig Landlosen oder noch Landlosen Bauern. Und wir haben in allen Siedlungen festgestellt, also sie nutzen kein genverändertes Saatgut, das bekämen sie sehr günstig von der Regierung, nehmen sie nicht. Sie ziehen ihr eigenes Saatgut, weil es auch mehr Resistenzen hat für die Trockenheit. Wir sind da oben im Trockengürtel halt Brasiliens. Die sind nicht so reich gesegnet mit Wasser wie der Süden an der Stelle da oben. Waren jetzt im 4. Jahr oder 3. Jahr der Dürre. Und das war eine sehr schöne Geschichte, einfach weil man dann in den Austausch kam und auch gesehen hat, was dort möglich ist. Und sie machen, und was es dann bedeutet, wenn sie in eine Wertschöpfungskette kommen, dass sie Perspektiven haben, die wissen, wie sie ihren Ackerbau machen. Und von daher konnte ich gut nachvollziehen, dass sie sagen, dieses Alltagswissen, dass das die Grundlage ist für Wissenschaft. Dankeschön dafür. Dankeschön für diese Wortmeldung und jetzt gebe ich das Mikro an Antonio. Zunächst zu Glyphosat, das ist ein total Herbizid, das ist also ein Unkraut für Vernichtungsmittel. Es soll angeblich den Insekten nicht schaden. Ich sage mal angeblich. Es gibt
wenige Untersuchungen dazu. Die meisten Untersuchungen sind von dem eigenen Konzern Monsanto, denn Glyphosat ist ja der Wirkstoff und bis vor kurzem war das ein Patentrecht von Monsanto, diese Roundup-Marke auf dem Markt. Obwohl es da Unterschiede bei der Formel Roundup gibt, das hatten wir ja schon vorher beim Abendessen schnell diskutiert, es gibt viele Formeln von Roundup, also das, was auf dem Markt ist, die Tallowamin enthalten. Tallowamin ist ein Zusatzstoff, das in der Formel Roundup drin ist. Nicht in allen Ländern, Europa zum Beispiel, besteht darauf, dass es nicht mehr drin sein soll. Tallowamin ist dafür zuständig, dass die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, damit das Glyphosat eindringen kann. In Brasilien ist es manchmal so auf den Landwirtschaftsmessen, dass das als Werbung präsentiert wird, also mehr Tallowamin. Das Problem des Tallowamins ist ja, dass es nicht nur auf pflanzlichem Gewebe wirkt, besonders bei Fröschen und dünnhautigen Lebewesen hat man da ganz viele Untersuchungen aufgrund des Tallowamins. Das ist aber dann Roundup. Ne? Glyphosat hat man dann immer so schön berichtet, sei abgesichert, ne? Obwohl ich das Wort sicher für das unwissenschaftliche Scheres, unwissenschaftliches, ich komme gar nicht mehr drauf auf den Superlativ, ja. Es gibt kein Wort, das unwissenschaftlicher ist als das Wort sicher. Die ersten Vorträge sind immer so. Zweitens hat man den Wirkstoff Glyphosat gemessen und festgestellt, er sei nicht so giftig wie andere Gifte. Das heißt ja nicht, dass es kein Gift ist. Zu solchen Schlussfolgerungen kommen aber manche. Es geht auch noch weiter. Es gibt Menschen, die sagen, das sei ein gutes Gift. So gibt es ein schlechtes Gift und ein böses Gift und ein gutes Gift oder so wie schlechte Cholesterin, gute Cholesterin. Und so gibt es auch noch Menschen, die sagen, das könnte man ja sogar trinken. Das weiß ich auch. Man könnte es, aber man sollte es nicht. Also das mit dem Können und Sollen, das ist immer so schön formuliert. Ne? Ja klar, man kann es und es könnte auch sein, dass man dadurch gar nicht sterben würde. Ich würde es ja nicht versuchen, aber es gibt da manche Erfahrungen, dass Menschen bei Roundup, ne, nicht nur Glyphosat, Roundup zugreifen, wenn sie zu Selbstmord wollen und dass sie da nicht so schnell sterben. Ne? Also das schaumt und die leben noch lange. Das Ganze ist ja eigentlich viel schlimmer durch die Haut als durch den Magen oder wenn man es im Mund nimmt. Also das mit der Haut hat schon mit Tallowamin zu tun und so würde ich sagen, dass es schädlich ist für die meisten Lebewesen. Aber es ist nicht so giftig, also wie anderen Gifte. So gemessen gibt es Schlimmeres, was jetzt auch im Einsatz ist tatsächlich. Ne? Also das kommt auch bei 2,4-D, dieser Zusatzstoff von Down AgroScience wieder vor, die sagen, naja, das sei aber nicht mehr so mit Toxin belastet wie früher, weil sie hätten ja jetzt neue Marke auf dem Markt. Das Problem ist ja aber, dass genau diese Marke die teuerste sind und die Bauern werden jetzt ja nicht die teuerste mehr. Die werden die alten Versionen kaufen und vielleicht wieder dafür schuldig gemacht, dass sie die billigsten kaufen. Also die am meisten schädlich wären nach Angaben des eigenen Konzerns, obwohl man die Unschädlichkeit ja gar nicht ausschließen kann. Es ist eingestuft als eine der giftigsten Produkte überhaupt und auch in den USA will keiner, dass man so einen Stoff zulässt. Sondern man nach Vietnam schaut und alles, was das schon angerichtet hat, an Problemen. Und besonders für die Bauern ist es wichtig, dass es verdünnt ja sehr schnell und es geht ganz weit und zerstört besonders Früchtebäume wie Weintrauben, also Trauben, jetzt heißt das nochmal Reben, oder? Ja, Weinreben.
besonders bei der Blütung zerstört ist, haben viele Gemeinden sich in Brasilien dafür entschieden, es auf kommunaler Ebene zu verbieten, was jetzt ja gar nichts bringt. Ne? Wenn das auf Bundesebene zugelassen wird, dann verhindert es auch die Früchteproduktion, also eine diversifiziertere Landwirtschaft. Das ist wieder der Weg in eine Sackgasse, die heißt Monokultur, vielleicht nur noch mit einer Sorte. Ja, das jetzt mal zum Glyphosat. Das Zweite, wir brauchen aber immer noch viel mehr Studien. Ne? Also wir müssen da viel mehr forschen. Wir sind auch jetzt dabei, mal endlich herauszufinden, was sind die Auswirkungen von Wasser, das mit Glyphosat verseucht ist, auf Tieren, die da leben. Das gibt es ja fast nicht. Es gibt ja fast keine Ärzte, die da versucht mal zu untersuchen bei Menschen oder Tierärzte, dass man unter die Lupe nimmt und so versucht zu verstehen, warum Schweine kränker werden, weil sie Gentechnik verwendet und Pflanzen gegessen haben, die mit Rückständen von Roundup verseucht sind. Gibt es immer noch so wenig. Das Zweite ist, der Staat, tatsächlich sind alle diese Geldmittel, die ich hier vorgetragen habe, hundertprozentig vom Staat. Auch was ich bekomme als Vizerektor und Professor an der Universität, das ist alles hundertprozentig Staatsgeld. Ich darf auch gar keine anderen Jobs haben. Das an der Biosicherheitskommission zum Beispiel ist ehrenamtlich und was ich hier mache, ist Urlaub. Und das ist auch ganz streng geregelt. Wir werden den Job verlieren, wenn es bewiesen wird, dass ich etwas anderes tue und Geldmittel bekommen, außer das staatliche. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Unterstützungen bekommen würden, wie zum Beispiel, es gibt da im Rahmen der Entwicklungspolitik für das nächste Jahr, das soll ja von der UNO her das Jahr der Familienlandwirtschaft sein, und so haben wir zusammen mit der Welternährungsorganisation eine Spezialisierung im Rahmen der Familienlandwirtschaft und nachhaltige Entwicklung organisiert, und das wird dann auch von der Welternährungsorganisation finanziert. Also wir haben da auch schon Verbindungen zu anderen Organisationen, aber wichtig ist es, wenn es nicht nur der brasilianische Staat ist, dann sind es Landesregierungen oder es sind die brasilianischen Agenturen für Forschung, das sind die anderen Ministerien oder das sind öffentliche Gelder, die über Abkommen der Regierungen da laufen, also das öffentliche Geld. Das wäre vielleicht das, was man hier noch betonen sollte, nicht nur von der Bundesregierung. Landlosen und GVU. Ja, die Landlosenbewegung, nicht nur die Landlosen, sondern die noch mit Land arbeitenden Bauern, MPA zum Beispiel, Movimento dos Pequenos Agricultores, die auch zusammen in der Via Campesina sind, die bestehen darauf, auf Gentechnik zu verzichten, nicht nur auf Gentechnik, sondern auch auf andere Dinge wie Agrardiesel oder sowas, also diese Agrarsplit-Geschichte, also schon selbst sehr stark umweltbewusst. Und wir haben ja die Chance, dort auf eine Ansiedlung, einen Campus der Universität aufzubauen. Und ich habe es vorher nicht erwähnt, alle Mensas unserer Universität, in diesen 6 Campi, wir haben mit 5 angefangen, es werden im Jahr 2015 schon 7 Campi sein, und es sollen 11 werden. Also wir werden doppelt so groß in wenigen Jahren. In allen diesen Campi gibt es eine Mensa, also ein Restaurant, und alle Nahrungsmittel, die wir da, Lebensmittel, die wir da gebrauchen, werden direkt von den Bauern vor Ort gekauft. Das Tolle da in La Mejera do Sul ist, dass wir das dann dort mit dem Assentamento verbinden können. Also die Landlosenbewegung wird uns mit Lebensmitteln versorgen, in einem Gebiet, das vorher völlig unproduktiv war und jetzt Nahrungsmittel produziert für die Studierenden, die auch von dem eigenen, von dem Assentamento kommen, von dieser Landsiedlung, und dann auch das nochmal studieren, wie zum Beispiel ökologische Biomilch, ne? Also Biomilch, wir haben diese Spezialisierung da. Also da schließt sich der ganze Kreis. Also Wissen wird wieder zur Verbesserung der Lebensmittelproduktion vor Ort beitragen. Das ist eine sehr tolle Erfahrung. Eine andere tolle Erfahrung, von der ich gar nicht berichtet habe, wir werden demnächst einen Campus nur für Indianervölker einrichten. Nur für Indianervölker in einem Indianerreservat. Demnächst einen Aufnahmeprozess, also nur für Haitianer,
Flüchtlinge, die jetzt in Brasilien sind, werden zu uns kommen, um dort zu studieren. Das gibt nun so viele Innovationen, was man als Innovationen bezeichnen kann, und besonders was die Landjugend betrifft. Es gibt so viele Programme zur Unterstützung der Landjugend in Brasilien vom Agrarministerium für Agrarentwicklung, aber wir haben, es fehlen Kapazitäten, also es fehlt an Bildung, um Projekte zu entwickeln, damit die Jugend an die Ressourcen drankommen kann. Ganz einfach, so müssen wir schon die Landjugend ausbilden, damit sie Zugang zu den Programmen haben, die es schon gibt. Und aus dem Kampf der Landjugend der letzten Jahrzehnte entstanden sind an dieser Regierung. Und diese Programme werden nochmal geleitet von Leuten, die in der Landjugend waren. Also es ist sehr toll und wir bilden nur in einem Projekt, das jetzt zu Beginn ist, Projekte Piloto nennen wir das, um es auszuprobieren, haben wir 4.920 Landjugendliche. Einmalig in Brasilien. Das zweite Programm ist da oben in Roraima. Wir sind das erste, das größte Programm zur Förderung und Weiterbildung der Landjugend, die noch nicht bei uns studiert. Die wollen wir ja auch erreichen. Und dass sie dann demnächst zu uns kommen. Also diese ganze Motivation zum Studieren, den Bauern Söhne, Bauern Töchter und den Bauern selbst. Es gibt sehr viele Bauern, die jetzt bei uns studieren. Mein Vater selbst, das war für mich sowas von motivierend und auch mich stark betroffen, dass mein Vater, als wir diese neue Gebäude hier einweihen konnten, also zum ersten Mal da reingingen, dann ist er zu den Labors gegangen und sagt mir in einem Satz, da hier hat man richtig Lust mal zu studieren. Ne? Also wenn ein Bauer sowas sagt, der eigentlich keine Chancen hatte früher zu studieren und sich so damit dadurch motiviert, von der Qualität her auch, wie man da die Erde untersucht und diese ganzen Naturwissenschaften, dass es ihm Spaß machen würde. Das macht mir richtig Freude und die Landlosen freuen sich auch, dass es nicht irgendeine Uni ist, sondern die auch sehr auf Qualität setzt. Also wir wollen jetzt keine Uni aufbauen für die ärmsten Leute in Brasilien oder die von der Armut betroffenen Menschen auf dem Land, die jetzt eine zweite Liga wäre, sondern wir wollen die beste Universität für die am meisten betroffenen Menschen aufbauen. Super. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich habe eben schon da hinten gesehen und dann... Ich spreche mal ohne Mikro und zwar, Entschuldigung bitte, aber zunächst wollte ich noch was zu Roundup in Europa wegschicken. In Frankreich und in Belgien ist Parkinson als Berufskrankheit für Landwirte anerkannt, weil es erwiesen ist, dass Roundup als Krankheit Parkinson zur Folge hat. Parkinson, in gewisser Wahrscheinlichkeit Krebs, Dysfunktionen bei Hormonen, die dann zum Beispiel in Impotenz enden oder in Magersucht, da gibt es eine ganze Palette. Da ist im wissenschaftlichen Journal Entropy im April ein 40-seitiger Bericht mit allen möglichen Krankheitsformen herausgekommen. Und daraufhin hat das ZDF in der Sendung Zoom zu Roundup Stellung genommen. Und es soll in der letzten Woche ging in der Initiative Agrarfabriken, bäuerliche Landwirtschaft statt Agrarfabriken, die Mail um, dass ein Bundesland das Verbot von Roundup beantragt hat. Diese Nachricht wurde mir von. Baden-Württemberg ist das. Genau, das hat der Professor Hess auch gesagt, Baden-Württemberg wäre es. Es war nicht klar, welches Bundesland das war. Okay. Also in Frankreich gibt es auch eine Initiative von Parkinson-kranken Bauern, die gegen Monsanto geklagt haben und die haben bisher noch jede Instanz gewonnen. Aber Monsanto geht halt immer höher, weil das jedes Mal Milliarden sind, die sie gewinnen. Aber das ist mittlerweile klar. Eine Frage, die ich an Sie habe, ist, ein Journal von, ich glaube, die heißen Sobras, das ist über den Sojaanbau in Brasilien, wird berichtet, dass es auch im Amazonas-Regenwald Anbaupunkte gibt. Also da werden Punkte abgebildet, wo das Soja in Brasilien kultiviert wird. Und es scheint so zu sein, dass das gentechnisch verändertes Soja ist,
Inwieweit ist der Sojaanbau an der Zunahme der Waldabholzung, die in Brasilien, die ja jetzt auch in den Nachrichten herumgegangen ist, beteiligt? Es ist ziemlich populär geworden, dass Getreide ein paar Tage vor der Ernte noch mit Glyphosat behandelt wird, damit es schön gleichmäßig abstirbt und die Erntebedingungen erleichtert werden und so weiter. Das ist alles erlaubt, auch für Brotgetreide, okay, das ist prima. Nur das Stroh, das darf man dann nicht mit den Tieren verfüttern. Ich weiß nicht, sehe ich das richtig oder ist das so? Ja. Könnt ihr uns darüber was erzählen, wenn das Stroh dann nicht mehr zugelassen ist zur Fütterung? Das Getreide darf geerntet werden, auch verbacken, das ist prima. Aber das Stroh, das darf nicht zur Fütterung der Tiere verwendet werden. Wie soll ich das verstehen? Also das Korn ist gut, das Getreide? Okay. Ganz kurze Nachfrage nochmal zum Anteil gentechnisch veränderten Soja, was angebaut wird in Brasilien. Brasilien war ja lange Zeit bekannt dafür, dass der Anteil eigentlich noch relativ hoch ist an gentechnikfreier Soja. Und also mir auf jeden Fall ist es speziell in letzter Zeit massiv aufgefallen, dass gerade die hiesige Futtermittelbranche versucht zu suggerieren, dass er jetzt auch in Brasilien die Anteile GVO-Soja bei 90% liegen. Also von der Argentinien wissen wir es ja, oder so wird hier auf jeden Fall geschrieben, dass es nahe bei 100% liegt. Amerika soll bei, also Nordamerika bei ca. 90% liegen. Aber wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, die auch in Brasilien sind, die sagen auch, okay, der Anbau selber, vermuten sie, der liegt bei von Gentechnik freier Soja schon noch um einiges höher, bei 40-50%, aber das ist dann nochmal die andere Frage der Verfügbarkeiten, wie es dann aussieht, ne, mit den jeweiligen Häfen, die auch wirklich dann eine gentechnikfreie Zertifizierung gewährleisten können. Ja, dazu würde ich gerne eine Antwort haben. Entschuldigung, dass ich zu der Frage Stroh keine Antwort habe. Ich kenne das Problem gar nicht. Sofern da einer ist, der da was zu sagen hat. Ja, vielleicht. Du stehst auf dem Beipackzettel drauf, ne? Ja. Auf dem Beipackzettel steht drauf, das Stroh darf nicht an Tiere verfüttert werden. Genau, also bei Glyphosat, da gab es hier zwei verschiedene, wie soll man das sagen, Verbote sozusagen bei der Sekretion. Das erste war, dass sie gesagt haben, man darf Glyphosat noch zur Sekretion, heißt das ja, also vor Erntebehandlung einsetzen, aber im Stroh nicht mehr. Und danach gab es eine Verordnung, die gesagt hat, dass man die Talovamin-haltigen, also dass man die Talovamine rausnehmen soll. Und da ist halt die Frage, wie weit das geht. Sozusagen ist das, dass man es nicht mehr zusetzen darf, die Talovamine, oder sogar auch in der Mischung. Da ist es uneinig, aber Monsanto hat gleich gesagt, wir haben auch Ersatzstoffe und brauchen gar keine Talovamine, sagen aber natürlich nicht, wie die dann heißen, und die Prüfungen sind auch unbekannt. Also das war es mit dem Strom. Und warum das so ist, ist natürlich unverständlich, warum das in die Lebensmittel, und da ist ja auch schon nachgewiesen worden, dass es im Brötchen sogar ist, also selbst den Backprozess überlebt es sozusagen. Genau. Jetzt hast du deine Vorbereitung fertig, dann... Also Abhängigkeit von der Technik ist nie mein Ding. Ich habe dir eine Präsentation gerade über die Ausweitung der Soja. Aber es ist immer so ein Ding. Ich habe es jetzt nicht hier sofort bereit. Deswegen ohne Technik. Es gibt eine Ausweitung vom Süden nach Norden. Das ist schon lange so. Die Sojaproduktion wurde im Süden eingeführt, eigentlich für die Fütterung von Schweinen gedacht in den 50er Jahren. Und später ist es dazu gekommen, dass die Preise von Soja höher waren als das Schweinefleisch. So hat man die Soja dann gekauft.
anstatt sie zu füttern. Diese Entwicklung ist ja immer noch da. Das hat dann mit einem Boom an Preisen zu tun gehabt in der Vergangenheit, mit Russland und ganz vieles, was man da erzählen kann. Es nimmt aber weiter zu und wir haben derzeit 81 Millionen Tonnen Soja. Ich glaube, ich antworte die zwei Fragen mal irgendwie zusammen. Von den 81 Millionen Tonnen, das wird jetzt in 24 Millionen Hektar angebaut, ist der Trend zum Norden, obwohl man weiß, dass es im Norden schlechtere Böden für Soja gibt, also der Amazonaswald, auch wenn er da gerodet wird, diese Region ist nicht geeignet für Soja, dann wird er zunächst als Tierzucht oder Rinderzucht genutzt. Also ich meine jetzt, dass zunächst die Rinder da laufen, Weide und so, aber es gibt schon Flächen in diesem großen Gebiet, Regenwald Brasiliens, da muss ich das auch mal vorstellen, 850 Millionen Hektar Land. In einem Land, das so groß ist, dass die Bundesrepublik Deutschland 25 Mal reinpasst. Da gibt es ungefähr 500 Millionen Hektar Anwalt. Wir haben da vier, also jetzt genau 67 Millionen Hektar, die bewirtschaftet werden. Von diesen 67 Millionen haben wir 24 Millionen Hektar Soja. Das ist katastrophal. Man könnte sogar sagen, dass wir mit drei, vier Pflanzen einen großen Anteil an diesen 67 Millionen Hektar haben. Von diesen 67 Millionen Hektar sind derzeit 37 Millionen Hektar mit Gentechnik verwendeten Pflanzen. Also es bleiben 30 Millionen Gentechnik frei derzeit. Von diesen 37 Millionen Hektar ist 90% Soja, Mais und Reis. Da Soja und Mais gentechnisch verändert ist, wir haben 5 Sorten zugelassen an Soja, 11 Sorten an Baumwolle und 18 Sorten an Mais, die gentechnisch verändert sind. Eine Sorte aus Soja, aus schwarzen Bohnen, hatten wir ja vorher geredet. Die Schwarzbohne ist für die Ernährung Brasiliens sehr wichtig. Zwei Impfstoffe, eine Hefe für Weinproduktion und ein Moskito, der steril gemacht wurde, um angeblich das Dengue-Fieber zu bekämpfen, indem die Dengue-Moskitos sterilisiert werden sollen durch den gentechnisch veränderten Moskito. Naja. Das ist das Gesamte, die gesamte Palette, also 40 Zulassungen, 41 eigentlich in den letzten 10 Jahren. Und bei Soja haben wir noch 20%, ungefähr 20% gentechnisch frei. Es war 40%, es ist auf 20% zurückgegangen, aber die Anbaufläche ist ja auch gewachsen. So haben wir von den 81 Millionen Hektar 16 Millionen Tonnen, von 81 Millionen Tonnen Soja jährlich 16 Millionen Tonnen gentechnikfreie Soja. Dieser Bericht basiert jetzt auf die Präsentation von Ricardo Tatesuse de Souza, das ist der Geschäftsführer von Abrange. Abrange ist der brasilianische Verein der gentechnikfreie Produzenten. Die haben das jetzt gestern und vorgestern in Augsburg vorgestellt bei diesem Donau-Soja-Kongress. Das ist ganz aktuell. Wir haben in einem Bundesstaat, der Bundesstaat Mato Grosso, die größte Sojaproduktion Brasiliens. Ein Drittel von diesen 81 Millionen.
Und in diesem Bundesstaat haben wir 23% gentechnisch freie Soja. Nur in Mato Grosso. Das Paradoxe daran ist, dass dort die Großbauern gentechnisch frei produzieren. Weil sie es erkannt haben, nach 10 Jahren, in denen die Kleinbauern dieses Risiko getragen haben, um mal zu sehen, wie das Zeug sich entwickelt, haben die jetzt aus marktwirtschaftlichen Gründen ganz einfach gesehen, es ist rentabler. Es hat einen besseren Preis, einen höheren Ertrag und weniger Betriebskosten. Das ist entscheidend zum Beispiel für den größten Sojaproduzent der Welt, Bleiromagi, der 280.000 Hektar nur mit Soja anbaut, sich für gentechnikfreie Soja zu entscheiden. Andersrum sind die da im Süden fast mit 100% Gensoja, da in Rio Grande do Sul an der Grenze zu Argentinien. Das ist so die aktuelle Zahl. Immer schwierig zu diesen Zahlen zu kommen, weil wir keine große Statistik darüber haben, außer man untersucht mal, wie das bei dem Verkauf von Saatgut war. So berechnen wir das aufgrund des Verkaufes von Saatgutes. Was ja auch nicht immer sicher ist, denn das wird ja auch eingeschmuggelt über die Grenze, und das war der Ursprung der Gentechnik in Brasilien, das hat man nicht kontrollieren können über die Grenzen aus Argentinien. Besonders was Argentinien betrifft, würde ich sehr gerne hier auf Berichte zugreifen, aber der Vortrag ist über Brasilien. Der größte Wissenschaftler, der da was zu Roundup sagen könnte, heißt Andrés Carrasco von der Universität Buenos Aires. Der hat sehr vieles zu Auswirkungen von Glyphosat in Argentinien gemacht, hat jetzt vor kurzem bei uns berichtet, im Rahmen dieser 10 Jahre Gentechnik eine Zusammenfassung. Aber ich kann nicht so einfach die Daten oder Studien über Argentinien nach Brasilien übertragen, denn ich muss hier ja nach den brasilianischen Studien mich orientieren, und da gibt es viel zu wenig dazu. Leider. Wir werden das bestimmt nachholen. Auch die Mediziner da sind da schon sehr aufgeregt und wollen dazu was tun, weil wir haben ja schon festgestellt, dass die meisten Flüsse im Süden Brasiliens verseucht sind mit Glyphosat. Wir wissen es auch schon, dass es Reaktionen bei Menschen gibt, auch bei Missbildungen bei Menschen, auch bei Tieren. Das haben wir schon bei ersten Untersuchungen, sind aber noch nicht abgeschlossenen Studien, so kann ich wenig darüber berichten. Aber in Argentinien gibt es viel mehr Informationen. Das zum Thema Anteil an gentechnisch veränderten Pflanzen. Vielleicht ist da noch eine andere Zahl wichtig. Brasilien hat, wie gesagt, 67 Millionen Hektar im Anbau insgesamt. Man möchte bis zum Jahr 2023 nochmal 10 Millionen Tonnen pro Jahr mehr an Soja produzieren. Das heißt, es kommt nochmal zu einer Erweiterung der Anbaufläche. Und besonders auch diese ganzen Infrastrukturprojekte, die es ermöglichen sollen, dass die Soja von Westen nach Osten zu transportieren, wo die meisten Häfen sind, so dass man vielleicht mit einer Austrocknung des Pantanalgebiets rechnen kann, wenn diese Wasserstraße da gebaut wird von Westen nach Osten. Auch diese riesige Staudämme, die dazu zählen, das verringert ja auch nochmal die Anbaufläche. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage der Nutzung von Soja für die Biodieselproduktion eine wichtige Frage. Wo Soja nur 17% Ölanteil hat, ist eher eine eiweißreiche Pflanze. Es ist absurd, dass man aus Soja Biodiesel macht und nicht aus anderen Pflanzen, die viel ölreicher sind. Aber es spielt eine wichtige Rolle, weil das auch einen Druck auf den Export von Soja macht und auch auf die Ausweitung der Anbaufläche eine Wirkung hat. Auf der anderen Seite würde ich sagen, haben wir mit einem Umdenken bei Kleinbauern auch zu tun. Also die Kleinbauern werden da nicht mehr aushalten, Gensoja zu produzieren in dem Maße. Entweder stellen sie sich um und produzieren nicht mehr diese Monokultur
oder sie werden aufgekauft von größeren Bauern im Süden. Derzeit ist es so, dass die Kleinbauern, die bei uns, sage ich mal, bis 100 Hektar gerechnet werden, diese Kleinbauern bis 100 Hektar, die haben 5,5% der Anbaufläche, obwohl sie 68% der Betriebe darstellen. Und die Großbauern, die mehr als 2500, also ja, 2500 rechnen wir ein Großbauern, da beginnt es, die machen nur 3,3% der Betriebe aus und besitzen 61% der Fläche. Anders wiederum sind die kleinen Bauern für 87% der Lebensmittel zuständig. Also es ist ein riesiger Erfolg da, zu investieren zur Förderung der eigenen Versorgung im Lande. Es ist absurd, dass wir immer noch schwarzen Bohnen importieren, damit wir die 23 Millionen Menschen, die an Hunger leiden, versorgen können durch das Null-Hunger-Programm, können wir selber produzieren. Also da steckt ein riesiges Potenzial drin und riesiges Potenzial auch sicherlich, was es jetzt heißt, anstatt die Anbaufläche zu steigern, was anderes zu tun auf diese 67 Millionen Hektar, anstatt Soja von Europa und anderen Ländern zu produzieren. Vielen Dank. Nächste Frage. Ich gebe mal weiter an Reinhard und da hinten an Heiner und. Ich hatte noch etwas zu den Rückstandswerten, was Herner eben fragte. Ich hatte diesen Sommer eine geteilte Probe genommen von einem gespritzten Feld und hatte eingeschickt zur Lupfa. Und die enthielt 20 Milligramm Glyphosat-Rückstände pro 20 Milligramm Glyphosat-Rückstände pro Kilogramm Getreide. Und das Ganze ist ja auch vom Fernsehen aufgenommen worden und ausgestrahlt worden. Und das WDR-Fernsehen hat dann beim Bundesamt für Risikobewertung in Berlin angerufen und nachgefragt, was damit passieren sollte. Ne? Und die sagte, dieses Getreide dürfte auf keinen Fall in den Verkehr gelangen. Und dann habe ich mir einen Termin geholt bei der Landwirtschaftskammer in Sarek. Und der Geschäftsführer Dr. Kiebe sagte mir, dieses Getreide dürfte höchstens noch in die Biogasanlage gelangen. Ich denke, man, es hat sich weiter nichts getan, aber man sieht doch, solche Rückstände, die sind gravierend. Und da hätte ich mal eine Frage, wie verhält sich das 20 Milligramm pro Kilogramm Getreide? Wie lange behält das Getreide diese 20 Milligramm oder verliert sich das auf der Dauer? Ja, ich habe eine Anmerkung. Sie sprachen am Anfang, dass Sie große Hoffnung in die Landfrauen setzen. In Brasilien mag das so sein, in Deutschland muss man das leider ein bisschen differenzieren. KfD und KLFB, da erwarte ich sehr viel von, aber die westfälischen, lippischen Landfrauen, das sind praktisch die Schwestergesellschaft von der Agrarlobby, um es mal ein bisschen hart zu formulieren. Da würde ich eher weniger erwarten. Ich wollte mal fragen, wie viel Subventionen die Großbauern kriegen und die Kleinbauern in Brasilien. Man sollte hier ja nicht vereinfachen, aber trotzdem werde ich es ja auch nicht so kompliziert machen, dass niemand das versteht. Das ist ja auch nicht wissenschaftlich. Wir machen es aber trotzdem zusammengefasst. Die Großbauern bekommen im Vergleich pro Jahr 80 Milliarden Reals. Und die Kleinbauern durch das Ministerium für Agrarentwicklung ungefähr 8 Milliarden. Das heißt, 10%
bekommen 68% und 90% 3%. Also so könnten wir schon mal eine Idee haben, wie spaltig das Ganze ist. Und trotzdem, wie hoffnungsvoll es ist, dass es diese 10% gibt. Das hat es noch nie gegeben. Also so viel hat Brasilien noch nie in Kleinbauern investiert. Das heißt ja, gäbe es das nicht, wäre es noch viel schlimmer. Das heißt aber noch lange nicht, das ist gerecht oder das ist genug oder es sollte nicht anders sein. Vielleicht sollte Brasilien mal aufhören, überhaupt mit der Förderung der Großbauern. Denn die sind ja sowas von unrational, würde ich mal sagen. Also ein Großbauer in Brasilien zu sein, ist nur gegangen aufgrund der riesigen Subventionen. Ohne dass der Staat sie unterstützt hätte, wäre das nicht gegangen. Jetzt stelle ich mal wieder die Frage, ob das nur so in Brasilien ist. Komme ich dann zur nächsten. Das war die Frage mit dem, jetzt habe ich das abgeschrieben, mit dem Glyphosat, genau. Nach brasilianischen Studien, nach guter fachlicher Praxis, darf man nur 1 Liter Glyphosat pro Hektar spritzen. Okay? So schreibt es auch Monsanto selbst vor. Als ob der Bauer vor der Ernte nichts mehr spritzen würde, sondern nur einmal auf die Soja, nachdem er sie gesät hat. Als ob jetzt Roundup alles abtöten würde, einmal gespritzt und Schluss. Ist ja nicht so, die Keime werden nicht zerstört, das wächst ja wieder. Und es ist ja berühmt für die direkte Aussaat, man spritzt es ja vor der Aussaat. Also von daher ist die Methode von vornherein widersprüchlich. Man weiß, dass es mehr wird, aber es ist von der Praxis her nicht abgesichert und die wissenschaftlichen Studien sprechen ja auch dagegen. Dasselbe auch bei den Rückständen. Man sollte nach Angaben der brasilianischen Behörde oder des Amtes für die gesundheitliche Kontrolle 0,2 Milligramm pro Kilo haben. 0,2, sie sprachen von 20, das ist 100 Mal mehr. Okay? Nachdem man die Gensoja zugelassen hatte, hatte man die Rückstandsgrenze auf 50 Mal erhöht. Seit 2004 ist es erlaubt, 10 Milligramm pro Kilo zu haben, ohne irgendeine wissenschaftliche Begründung. Von wegen weniger Pestizideinsatz. Ne? Also das war ja die Behauptung. Mit der Gensoja weniger Pestizideinsatz und gleichzeitig erhöht man die Rückstandsgrenze. Warum denn? Wenn es noch weniger wird. Das ist ja von vornherein zu sehen, dass das Ganze nicht stimmen kann. Der Einsatz von Glyphosat ist so gestiegen, dass wir in Brasilien 14 bis 33 Milligramm pro Kilo haben. Also maximale Grenze nach einer Studie der PUC aus Curitiba 33 Milligramm, bevor es vom Hafen von Paranaguá abgeschickt wurde, nach Deutschland, Europa und so weiter. Olli Oskamp heißen Sie, ne? Ja? Ich möchte mich nur bei Ihnen sehr bedanken, weil aufgrund einer Einladung von Ihnen in Würzburg 2006 ist das Buch Die Saat des Bösen entstanden, als einen Vorschlag, wenn Sie sich da gut erinnern, von einem Herrn Toni Mörberg, ein Biologe, bei einem Treffen der Landvolkbewegung in Würzburg. Ich war ja da im Norden und hatte es geschafft, am nächsten Tag in Würzburg zu sein, bei einem Treffen des Vorstandes, und dann kam die Idee, ein Buch so zu schreiben, dass jeder Bauer es verstehen würde, so ähnlich wie Raquel Carlson mit DDT zum Thema Roundup. Also da entstand die Idee, und wenn ich mal Sie irgendwo treffen würde, wollte ich das sagen, bevor Sie gehen. Ach so, schön, dann reden wir noch später. Danke. Ich merke mir die Namen auch manchmal. Jetzt nochmal zurück zu den Rückständen. Ich stelle mir immer die kritische Frage, könnte es sein, dass vielleicht die
diese Geschichte mit 14 Tagen Verschiffung da eine Rolle spielt. Weil sie werden ja bis zu 33 Milligramm abgeschickt, ne? Pro Kilo. Es weiß kein Wissenschaftler, ob die auch hier so ankommen. Deswegen weiß das keiner, weil es hier nicht gemessen wird. Dass die deutsche Gesellschaft das aber akzeptiert, das ist immer noch meine Frage. Wie kann man das akzeptieren, wenn man es weiß, dass die Soja mit Rückständen von Glyphosat abgeschickt werden, die höher liegen auf als die Rückstandsgrenze, die erlaubt ist, nachdem man sie 50 Mal erhöht hat. Das ist doch der Handel. Und dass man diese Soja hier verfüttert. Ja. Ja. In diesem Land, in dem man glaubt, man hätte überhaupt eine Techniküberwachung. Die darf nicht, dann ist der Handel kaputt. Also das ist für mich immer noch die Frage und das ist eine Frage der Zivilgesellschaft hier im Land. Zur Frage katholische Landfraubewegung habe ich jetzt wenig zu sagen. Ich kann da wenig sagen. Ich kann nur sagen, dass in Brasilien die meisten, also die Kritik an Gentechnik aufgrund der gesundheitlichen Risiken bei Frauen viel größer ist als bei Männern. Und ich frage dann auch, ob das nicht vielleicht in anderen Ländern auch so sein kann. Also bei meinen Feldforschungen war das schon immer ganz deutlich. Bei Frauen war die Kritik an Gentechnik viel höher, weil es hat ja auch mit Reproduktion, also mit Leben, mit Gesundheit und die ganze Geschichte zu tun. Ich habe wenige Begründungen, ich bin da kein Fachmann dafür, aber ich halte es schon mal ganz wichtig, das auch zu sagen. Das steckt immer in meinen Untersuchungen drin und ich habe es aber nie so richtig untersucht. Vielleicht gibt es hier eine Reklame. Es gibt dazu eine Forschung. Im Norden gab es eine Studie darüber, da sind Väter, die da schon länger in Haus- oder in Erziehungsurlaub gehen und bis 7 Jahre ihre Kinder hüten, die haben einen sehr viel höheren Anspruch an gesunde Lebenshaltung, an gesunde Erziehung. Diese Studie gibt es, die kann man nachlesen. Und wenn die Kinder dann in die Schule gehen und sie nicht mehr verantwortlich sind, dann fangen sie wieder an, rein wirtschaftlich zu denken. Sollte man sich einfach mal so ein bisschen durchs Internet zappen, da wo Elternzeit schon länger aufgeteilt ist an Männer, gibt es die. Die erste Frage habe ich jetzt schon. So, ich möchte jetzt die letzte Fragerunde einleiten, weil es auch schon relativ spät ist. Gibt es noch Fragen? Sie bezogen sich bei der Entwicklung Ihrer Ausbildungsstätten und der Universitäten sehr viel auf die jeweilige Regierung, Lula, und jetzt seine Nachfolgerin. Wie nachhaltig ist denn diese politische Orientierung in Brasilien? In Nachbarländern, Venezuela oder Bolivien, ist es ja immer sehr wackelig, dass auch die Reaktion wieder an die Macht kommen kann. Jetzt waren schon zwei Politiker, die auf ähnlicher Linie sind. Kann es passieren, dass diese Nachhaltigkeit in der Politik wieder nachlässt und andere Verhältnisse einkehren? Weitere Fragen? Nein, ich glaube, ich bin ein bisschen missverstanden worden. Das ist schon sicher, dass die Frauen da sensibler sind und auch engagierter sind in Bezug auf gesunde Ernährung und so weiter. Nur ich habe gesagt, man muss da differenzieren. Die KLFD, denen traue ich einiges zu, KLW auch. Nur die Westfälisch-Lippischen Landfrauen, das ist die Schwestergesellschaft des WLV. Und das muss ich ja nicht mehr erklären. Von denen erwarte ich leider nichts. Darf ich nur zustimmen? Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Ja, meine Frage ist praktisch.
praktisch im Anschluss an das, was der Herr da vorne gefragt hat, nach der Nachhaltigkeit. Also wie passt es zusammen, dass die jetzige Regierung diese nachhaltige Landwirtschaft fördert und andererseits aber gesagt wird, wir wollen 10 Millionen Tonnen Soja mehr produzieren. Wer ist das, der sagt, wir wollen 10 Millionen Tonnen mehr produzieren? Und wer stellt dann das Land dafür zur Verfügung? Hat die Regierung da Einfluss auf diese Landvergabe oder nicht? Es waren ja zwei Fragen, die ähnlich sind. Ich habe nur die Frage nicht beantwortet, weil ich habe auch mit diesen Abkürzungen da wenig Kenntnisse. Ich kenne mich da schon zu wenig aus. Aber okay. Regierung Lula ist dann nochmal ein anderes Kapitel. Ich habe da ganz viel referiert in der Vergangenheit. Regierung Dilma Rousseff ist dann auch nochmal ein Kapitel. Aber man kann sagen, dass seit 11 Jahren Brasilien eine andere Art Regierung hat. Angefangen von dem, was ja auch symbolisch ist, es ist ein Arbeiter, ein Metallarbeiter, Luiz Inácio Lula da Silva aus dem Nordosten, der früher im Gefängnis saß, zum Präsidenten gewählt worden 2002, nachdem er viermal kandidiert hat und es geschafft hat, diese neue Regierung Brasiliens bisher zu steuern. Dilma Rousseff war ja auch in der vorherigen Regierung, so ist es eine Fortsetzung von der vorherigen Regierung. Für uns ganz wichtig, das ist der erste brasilianische Präsident ohne Hochschulausbildung und es war der erste, der es geschafft hat, 14 neue Universitäten zu gründen. Merkwürdig, da musste mal eine kommen, die keine Hochschulausbildung hat, weil der vorherigen hochrenommierte Luis Fernando Henrique Cardoso, der große Soziologe Brasiliens, hat es ja nicht geschafft. Er hatte das Gegenteil getan, er hat die Universitäten abgebaut und auch in eine Linie geführt, dass sie abhängiger waren von Drittmittelgeldern und so weiter. Wie das anders begonnen hat, ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch mit Lula, im Jahr 1996, da sagte er etwas, was für alle sicherlich hier selbstverständlich ist. Er sagte, nachdem er dreimal kandidieren würde, 1998, er hat auch wieder verloren, würde er doch wichtiger finden, dass man mal endlich gewählt werde. Naja, was heißt das gewählt werden in Brasilien? Dann müsste man Kompromisse eingehen mit den Großgrundbesitzern. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist, aber im Präsidialumssystem kann man so etwas Widersprüchliches haben wie ein Regierungschef, der eine Minderheit im Parlament hat. Und das ist nach wie vor die Situation Brasiliens. Diese Regierung hat keine Mehrheit im Parlament. Diese ganzen Skandale, die jetzt in den Medien stehen, haben damit zu tun, dass man versucht hat, eine Mehrheit im Parlament zu schaffen. Und alles das, was dazu geführt hat, dass jetzt ein paar Politiker im Gefängnis sitzen, hat mit einer Entscheidung der Judikative zu tun, die entschieden hat, ohne irgendeinen Beweis zu haben, dass das stattgefunden hat. Noch schlimmer. Für das, was sie entschieden haben, hätten sie alle Regierungen vorher bestraft haben müssen. Weil das war schon viel schlimmer vorher. Und da hat man Beweise und da sind sie gar nicht nachgegangen. Also diese Auseinandersetzung heißt ja auch, die Judikative ist in Brasilien eine große Macht, die wird nicht gewählt und die entscheidet jetzt schon sogar ohne Beweise zu haben. Sie ist auch sehr streng gegen diese Regierung. Also die Judikative dagegen, das Parlament dagegen, der Senat dagegen, in der Zivilgesellschaft eine große Spaltung, die meisten Medien dagegen und trotzdem es geschafft zu haben, 11 Jahre an der Regierung zu sein, und im nächsten Jahr nochmal gewählt zu werden. Ja, wie ist denn möglich? Ja, wie das möglich ist, ist eine Art Koalition, die sehr widersprüchlich ist. Es ist nicht nur eine große Koalition an Parteien, sondern eine Koalition, die das widerspiegelt, wie auch die brasilianische Gesellschaft ist. Die brasilianische Regierung spiegelt das wider, was die brasilianische Gesellschaft auch hat. So haben wir einen Landwirtschaftsminister für Großbauern, der vertritt die Macht der Großbauern, hat dann auch so viel Geldmittel
Und dann gibt es einen Minister für Agrarentwicklung, für die Kleinbauern und Landlosen, und der widerspiegelt dann auch die Macht dieser Kleinbauernorganisation. Das kann man auch in Finanzmitteln messen. Dass es aber noch nie eine Regierung gegeben hat vorher, die dann diese Spielräume so nutzt, das ist vielleicht das Neue. Die Umweltfrage ist eine der kompliziertesten. Das ist überhaupt keine Priorität an dieser Regierung. Also man sollte sich das nicht vorstellen, dass da jetzt ein Nachhaltigkeitsgedanke in der Regierung ist. Nein. Es könnte vielleicht nicht mehr so schlecht sein wie vorher. Aber nicht, dass da jetzt eine Umweltdebatte stattfindet oder dass das jetzt in eine Richtung Nachhaltigkeit geht. Das muss man aber nochmal in dem Kontext so sehen, dass es im Bereich Bildung, und da sind die Universitäten, riesige Fortschritte gibt. Da müsste man nochmal jedes Ministerium analysieren, weil die Minister sind auch so unterschiedlich und die streiten sich auch genauso wie in der Gesellschaft, die Themen strittig sind, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, die Konsens ist. Außer, dass Brasilien weiter auf Exporten setzen soll, weil man dadurch ja wieder Geldeinnahmen hat, um die ganzen Sozialprogramme zu finanzieren. Das ist irgendwie ein Konsens. Und das basiert dann auf Ausbeutung der Natur, Externalisierung von Kosten, die man dann auch einrechnen sollte. Diese Debatte findet dann nicht statt. Also diese ganze Debatte über Entwicklungspolitik in Brasilien zeigt vielleicht etwas, was ich mit einem deutschen Wort versuche deutlich zu machen, das gibt es auf Portugiesisch gar nicht. Das ist dieses Wort Spagat. Und dieses Spagat, ich weiß nicht, wie lange es geht. Deswegen haben wir ja 2010 schon mit den Studierenden angefangen, obwohl die Universität erst September 2009 gegründet wurde gesetzlich. Haben wir im März 2010 schon die Studierenden gehabt, bevor wir Gebäude gebaut hatten, gemietete Räume. Weil wir wussten ja nicht, was 2010 passiert. 2010 ist Dilma Rousseff gewählt worden. Jetzt wissen wir nicht, was 2014 passieren wird. So müssen wir alles tun, damit wir bis Oktober 2014 fast alles so fest eingesetzt haben oder fest entwickelt haben, dass die nächsten Regierungen da wenig ändern können. Also wir müssen diese Chance nutzen. Und das war auch das, was ich am Anfang sagte, mal endlich für was sein können. Und das muss noch schnell sein. Sehr schnell. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Jetzt ist die Hoffnung, mit dieser ganzen Ölreserve, Bressal heißt das, ist ja jetzt wieder Öl gefunden worden in Brasilien, dass man 65% der Lizenzgebühr dieses Öls und für Bildung ausgibt, dass man das in Bildung investiert. Also wir haben wieder Geldmittel zur Erweiterung, wir müssen ja noch viel mehr Universitäten gründen. 18% der brasilianischen Jugendlichen zwischen 18 und 24 Jahren haben Zugang zu einer Universität in Brasilien. 18%. Wir sind fast am letzten Platz. Im Jahr 2020, wenn wir so weitermachen, wie es geplant ist, werden wir so sein wie Paraguay. Nicht zu vergleichen mit Argentinien oder mit Chile, die viel weiter voran sind. Also diese Investitionen in Bildung, die wir jetzt nutzen, das ist einmalig in der Geschichte. Und diese Spielräume auch so nutzen zu können, war nur möglich unter dieser Regierung, die aus Bewegung entstanden ist, der letzten Jahrzehnte, die auch mit entwicklungspolitischen Arbeit zu tun haben, auch nicht zu vergessen, die ganze internationale Solidaritätsarbeit zu Brasilien. Also da ist der Ursprung dieser Bewegung. Ich wünsche mir immer viel mehr von meiner Erwartung, aber ich darf es auch nicht vergessen, historisch gemessen ist das der größte Erfolg, den wir bisher hatten. Und ich hätte es mir nie vorstellen können, als ich noch hier in Deutschland war, dass ich jetzt in so einem tollen, erfolgreichen Projekt drin bin, für das zu sein, anstatt nur immer zu sagen, das wird immer schlimmer, dagegen müssen wir uns bewegen,
Also hier können wir tatsächlich was tun und zeigen, wie man anders es machen kann. Dass wir jetzt die Gelegenheit haben, vielleicht ist kein Zufall, denn eine lange Zeit nach der sogenannten Demokratisierungswelle 1989 sind ja auch die meisten großen Bewegungen Brasiliens entstanden. Wir sind die Generation, die das erlebt hat. Wir waren in den guten Zeiten der Theologie der Befreiung. Als ich diesen Ring zum ersten Mal getragen habe, da war ich 12 Jahre alt. Als ich mich entschieden habe, Philosophie zu studieren, war ich 17 alt. Als ich mich um Genossenschaften gekümmert habe, war ich 19 alt. Als ich in Deutschland fertig war, war ich 33 alt. Dass es dieses gegeben hat in dieser Zeit und dass wir dies erleben konnten, die Landlosenbewegung, ist 1982 entstanden. Die Gewerkschaftszentrale in den 80er Jahren. Die Partei, die jetzt an der Regierung ist, 1980. Also das ist alles in diese große Bewegung zu sehen, die ich historisch betrachte und sage, es ist ein Erfolg, es ist ein Fortschritt. Obwohl ich mir viel mehr wünsche und ich immer noch mit diesem ganzen Widerspruch auch zurechtkommen muss. Also vielleicht ist auch das, was mein einer österreichische Schriftstellerin gesagt hat, vielleicht gehört das auch zum Altwerden. Man muss lernen, immer zu lernen, sich neue Gewohnheiten anpassen und es nicht zu vergessen, Widersprüche ertragen zu können. Diese Widersprüche zu ertragen, gleichzeitig in einer Regierung Hoffnung zu haben, dass sie viel machen kann, aber nicht das tut, was sie machen könnte. Und diese Erwartung, die ganze Zeit mit dem zu vergleichen, was täglich gemacht wird, das regt einen schon immer auf. Also ich bin da ständig aufgeregt. Ich weiß auch nicht immer, ob das das Beste ist, was man jetzt machen sollte. Ich war aber fest überzeugt, dass das viel wichtiger ist, als dass ich in Linz an der Johannes Kepler Universität mich mit der Raiffeisenbank streite, weil sie nicht wollten, dass ich da Gentechnik studiere. Also das ist schon mal ein Erfolg, also für mich persönlich, aber es ist ein viel größerer Erfolg zu sehen, dass 8000 Studierende dort jetzt die Möglichkeit haben zu studieren, die sie nicht hätten, wenn es das nicht gäbe, was wir jetzt aufgebaut haben. Und ich war einer, der eine Ausnahme war, als ich ins Ausland gehen konnte und hier die Gelegenheit hatte, hier zu studieren, um dort etwas beitragen zu können. Jetzt freue ich mich immer wieder, wenn ich auch Urlaub nehme, damit ich nach Deutschland komme und es ein Stückchen wieder zurückgebe, an Hoffnung und Motivation und vielleicht an das, was ihr alle denken konntet, als ich hier geredet habe. Nicht die Information an sich, sondern welche Aufregungen, welche Umdenken, welche Motivation das ermöglicht hat, dass ich hier sein konnte. Und das ist eigentlich für mich das, was ich auch erlebe. Paulo Freire hat das mal so schön formuliert: Wenn du das tust, was du denkst, und wenn das, was du denkst, so kohärent ist, vereinbar ist mit dem, was du tust, dann hast du ein Bewusstsein. Und ein Selbstbewusstsein hat auch mit dieser Erfahrung zu tun, diese Möglichkeit gehabt zu haben und so ständig unter den Bauern gewesen zu sein, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich war über 500 Städten in Deutschland. Ich habe es immer wieder vergessen, das aufzuschreiben, aber jeden Vortrag anders zu gestalten und jedes Mal andere Fragen zu bekommen, über 5 Jahre und hier im Münsterland waren es, ich weiß nicht wie viele, hat dann für mich den Unterschied gemacht, weiter an Wissenschaft, an der Wissenschaft zu hoffen. Und vielleicht ein Resümee, ich war ja früher immer mit dem Gedanken unterwegs, ich sei ein Optimist in der Aktion, im Tun, aber ein Pessimist im Denken.
Ich bin derzeit auch ein Optimist im Denken geworden, weil ich in der Wissenschaft sehe, dass man da was tun kann. Und nicht, dass das nur ein Titel ist, der Herr Professor oder sowas, sondern dass man mit Wissen vieles bewegen kann. Ich hoffe, dass die Regierung das auch weiter tut. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr diese Regierung wieder gewählt wird. Aber ich befürchte es, dass die nächste Regierung einen geringeren Spielraum haben wird als die vorherige. Weil in der Zivilgesellschaft diese Bewegung, die wir in den 80er und 90er Jahren hatten, nicht mehr so stark ist. Aber wenn die Frage gekommen wäre, die noch nicht gekommen ist, vielleicht kommt die mal, was ist dann mit diesen Bewegungen auf der Straße im Juni gewesen? Das waren ja Jugendliche. Dann ist vielleicht diese Frage wichtig, diese Entpolitisierung der Jugendlichen, diese Indifferenz der Jugend oder vielleicht noch schlimmer, diese Passivität, dieses zu akzeptieren, was kommt, ohne es in Frage zu stellen, ist vielleicht schon ein Bild dieser Generation, die jetzt bei uns an der Universität ist. Und dann ist es nochmal wichtiger, da in Bildung zu investieren, als vorher, als wir im Rahmen der Landespastorale oder ja, dass die Jugendpastorale oder diese ganze Geschichte hatten wir ja als Politisierungsmöglichkeit. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Vielleicht dank Johannes Paul II. Hatten die Befreiungstheologen es immer schwieriger in Brasilien. Das ist fast am Ende. Und jetzt müssen wir neue Räume schaffen, um das zu ermöglichen, was uns damals als politische Menschen gebildet hat. Und ich sehe diese Universität als einen Teil davon. Und vielleicht für Europa sehr hoffnungsvoll, weil man jetzt gemeinsam lernen kann und nicht einfach Entwicklungshelfer dahin schickt, um uns zu zeigen, was da zu tun ist, sondern wir haben heute auch schon Beispiele, die vielleicht das Bild ändern. Wir können auch dort vor Ort was zeigen und berichten, dass die Hilfe zur Selbsthilfe was gebracht hat und besonders, dass Regierungen nichts anderes sind, wie ich es mal formuliert habe, auf einem Kirchentag in Hannover bei der Evangelischen Kirche, als der Gerhard Schröder mit mir auf dem Podium saß, 2004, sagte ich ihm, dass Regierungen so wie ein Bohnentopf sind. Sie regieren nur im Interesse der Mehrheit der Menschen, wenn richtig von unten aufgeheizt wird. Und das war vielleicht das Sprichwort, das auch für mich unter der Regierung Lula wichtig ist. Wenn es keinen Druck gibt, wenn die Bewegungen nicht mehr mobilisiert sind und ganz einfach erwartet wird, dass diese Regierung es alleine macht, dann haben wir wieder mit Entpolitisierungen zu tun, die auch durch das Programm Null Hunger zum Beispiel stattfinden. Menschen, die auf dem Land mit Lebensmitteln seit 10 Jahren versorgt werden, anstatt Lebensmittel zu produzieren. Dieser Widerspruch bleibt. Das hätten wir 2-3 Jahre als Übergang akzeptieren können, aber nicht als langzeitige soziale Programme, anstatt das wirtschaftliche Potenzial der Familienlandwirtschaft zu nutzen. Ja, da ist. Ne? Aber da haben wir vielleicht viel zu lernen in Deutschland. Also, dass der Bauer ein Umweltschützer ist, dass es den Bauern als ein Mensch geben muss, der die Landschaft pflegt, der sehr viel Wissen hat, der gesunde Nahrungsmittel produziert und sehr viel zu einer Gesellschaft beitragen kann, die gesünder ist als die, die wir durch die Industrialisierung produzieren. Das ist schon mal wichtig und das habe ich hier gelernt. Mit Ihnen. Vielen Dank. Danke schön. Ich gebe nochmal weiter an